herzlich willkommen zu einer neuen, lustigen, rassigen Folge. Oh, rassig dürfen wir ja nicht mehr sagen. Mit mir, Philipp Brüg. Simon Ballisser. Und Luca Fontana. Wieso dürfen wir das R-Wort nicht mehr sagen? Das R-Wort? Nein, jemand hat einfach mal gesagt, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein älteres Wort, das halt eben von Rassen irgendwas kommt. Ich weiß es nicht, was er genau geschrieben hat. Aber ja, ich glaube, ich empfange nicht. Rassig ist ja etwas Schnelles oder Scharfes oder so. Das hat ja nichts mit Rassen zu tun, glaube ich. Oder Temperament. Temperament so, voll so. Aber vielleicht hat es einen. Heisst nicht wissen. Ich habe keine Ahnung, aber das ist schon so. Leidenschaftlich. Müssen wir mal einen Linguist fragen, woher das Rassig kommt. Genau. Das stimmt. Das SRF hat doch irgendwie so eine. Da könnte man Martina mal fragen, ob sie die SRF-Dialekt-Redaktion könnte anfragen, woher das Rassig kommt. Es gibt einen geilen Podcast im Fall zu dem. Jetzt muss ich schauen, der heißt etwas mit A. Der redet immer über so Sprachsachen. Mhm. Also Schweizerdeutsch? Nein, ist ein Englischer, der wirklich so über Sprachherkunft und so redet. Ah, da, der. Oder ist das der? Ich glaube, der Illusionist. Ich glaube, das ist der. Oder nicht? Nein, das ist ein anderer. Ich weiß es nicht mehr. Wenn ich ihn finde, verlinke ich ihn sonst in der Shownotes. Ich finde ihn jetzt gerade nicht mehr. Eventuell beim SRF heisst es Schnabelweit, die Sendung. Und man kann es abonnieren als Podcast. Die haben eben auch wirklich nur so Mundart. Und ich finde es mega geil, was die machen. Die nehmen wirklich nur einfach Mundart auseinander. Und die könnte man ja eigentlich mal fragen, ob man Rassig tatsächlich eigentlich nicht sagen sollte. Das ist schon so. Die andere also, ich finde so, dann, ja. Egal, also. Eine Mohrerei zum Beispiel, das ist Herr klar, Google das sagt, ist ja dann logisch. Herr Google sagt, woher kommt das Wort Rassig? Das kommt von Ratze, danach Race. Nach Französisch Race, Geschlecht, Stamm, Abstammung, Nachkommenschaft, Gattung. Also so. Der Art, Herkunft ungewiss. Ja gut, aber ob es dann anrüchig ist, dann sind wir tatsächlich. Das weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch gleich. haben wir eigentlich ein gutes Wochenende gehabt? Jetzt weißt du, wo wir uns ja erst am Donnerstag treffen. Ich höre euch, ich sehe euch noch eins in der Woche. Mega. Ich bin das erste Mal wieder. Ich habe das erste Mal mein Covid-Zertifikat gebraucht. Also das Impfzertifikat. Und zwar dreimal. Freitag, Samstag, Sonntag an der Lethargy gewesen. Hast du dir streng geschlagen? Über die Stränge geschlagen am Rave für ältere Leute. Ich bin tatsächlich ich bin mittleren Alters gewesen. Jetzt ist der Beat einfach ein bisschen längser, dann macht es. Nur am Sonntag. Ich bin im Fall auch. Aber es ist im Fall wirklich geil. Also für die es nicht wissen, das ist eigentlich ursprünglich mal die Anti-Veranstaltung zu der Street Parade. Zum grossen Rave an der Street Parade, der Energy, ist nachher die Lethargy entstanden. Hä? Checken wir. Energy, Lethargy. Und die Energy ist irgendwie so anfangs 2000er irgendwie eingegangen. Das war der grosse Rave im Hallenstadion gewesen. Und Lethargy hat es immer noch gegeben. Und die hat es auch jetzt gegeben, wo es keine Street Parade gibt, hat es auch die Lethargy gegeben. Und haben dort, übrigens, das ist für dich, Phil, am Sonntag, die letzte, die aufgelegt hat, die hat so dermaßen geilen 80-Sound aufgelegt. Das sind wirklich sämtliche Schüsse, sämtliche Lümpen. Sämtliche Knöpfe. Also das ist wirklich das Zeug, das du eigentlich willst, auf Ableton produzieren, hat sie aufgelegt. Kaiser Jennifer, ich weiß nicht, wie sie geheißen hat, aber das ist wirklich so eine. Und weißt du, DJs, die es dort einladen, sind natürlich dann auch älteren Semester. Also die Jennifer Gardini, die ist so eine von der Speerspitze haben die 90er von Minimal Techno gewesen und so und ist jetzt aber immer noch im Game und lädt jetzt einfach so wirklich so Synthwave eigentlich auf und er ist wirklich wirklich gut gewesen. Und der letzte Song, und das muss ich auch noch schnell erzählen, sorry, ich hijacke den Podcast für der letzte Song ist hat er schon gemutet, Small Town Boy und zwar in der langen Version, wo ich, und das muss ich wirklich sagen, ich habe am Freitag, wo wir uns getroffen haben, habe ich mit der Cousine von meiner Freundin gesagt, hey, schau, das ist im Fall immer das, was ich am Schluss auflege,
Bronski Beat Small Town Boy, aber in der langen Version, die geht 8 Minuten und die Leute drehen durch, weil es am Anfang nur so ein bisschen Gesang hat und so nachher so. Und das hat sie aufgelegt als letztes von dem ganzen Rave, der letzte Tune, der gelaufen ist, ist Bronski Beat Small Town Boy in der langen Version. Und da habe ich gedacht, ja, da hat sie mir jetzt kopiert. Sicher. Das ist dir abgeschaut. Du bist einfach. Das hat sie mir abgeschaut. Das hat sie mir abgeschaut. Also, los jetzt, wenn vielleicht haben jetzt auch schon alle abgestellt. Bronski Beats Small Town Boy in der 12-Inch-Version. Ab Nerd, das ist schon als erstes. Gut, okay. Ich habe auch Musik gelassen. Das Wochenende gewesen. Ich habe auch Musik gelassen. Ja. Musikfestwoche gewesen. Mal Kind können abgeben. Und, ja, ist auch mein Covid-Zertifikat gewesen dort, oder? Ja, ja, genau. Ja. Aber ich gehe nicht mehr wegen dem Happening. Das ist, ich glaube, wer hat das gespielt? Island of Lesbos, glaube ich. Die sind noch easy. Ja. Die sind ja von Bern, glaube ich, oder? Ja, ja. Einmal Schweizer. Ja, ja, die sind noch easy gewesen. Aber wirklich, ich bin da mitgegangen, was einfach cool war. Es ist ja jetzt nicht mehr in der Altstadt zur Winterthur. Ah, wirklich? Sondern in 3 Locations. Und ich bin jetzt einfach in 2 bin ich schon gewesen. Da am Reichenbergpark und im Bühlpark. Das ist noch geil. Also ich finde es noch cool, echt, dass es so verschiedenen Orten. Du musst einfach Tickets Dynamics am Tag vorher halt schon reservieren. Weißt, es ist ja, du musst halt Tickets haben, wenn es nichts kostet. Aber die musst du vorher holen. Jetzt für wegen Covid, oder? Ja, genau. Ja, ja. Weil früher hast du einfach können gehen. Ja, genau. Musikfestwochen ist so in der Altstadt normalerweise von Winterthur gewesen, glaube ich. Die, was nicht wissen. Ja, habe ich ja gesagt vorher. Ja, nein, du hast einfach gesagt, es ist in der Altstadt, aber nicht wo. Ja, gut. Aber die wissen ja dann auch nicht, wo die Steibi ist. Also, jedenfalls, ja. Ist geil. Die ist jedenfalls noch, wenn der Podcast rauskommt, ist es einfach, das ist jetzt das letzte Wochenende. Aber gibt es denn gar nichts in der Altstadt? Oder gibt es die grosse Bühne, die ist nicht? Nein. Und es gibt auch keine zahlenden Konzerte? Das ist nochmal, aber nicht in der Altstadt. Das sind, glaube ich, auch Freitag, Samstag sind ja, glaube ich, immer die kosten. Das ist, glaube ich, auch jetzt wieder so. Und sind dann halt einfach in diesen anderen Locations. Also, gut. Ja. Du, Lukas, hast du gemacht? Ja, ich habe ganz einen speziellen Mix gehabt. WoW gespielt. Ich bin mein Ausgang war mehr oder weniger Freitag. Ich war zuerst in Kronenhalle. Das beste Zürcher Geschnetzel von Zürich. Bist du gegessen? Ist geil. Das kostet irgendwie 60 Euro. Ja, 68 Stutz pro Teller. Ja. Beziehungsweise bekommst du 2 Teller für 68 Stutz. Aber immerhin 68 Stutz für ein Zürcher Geschnetzel zahnenblättert. Aber er ist tatsächlich unfassbar gut. Das Beste, was du je gegessen hast, ist das Beste. Das Beste, was ich je gegessen habe. Okay. Locker, easy, hands down. Also wirklich, wie der Simon schon so schön gesagt hat, alle Schüsse. Mit Rösti? Alle Räume. Nein, in die Lümpen, aber nein, fast mit Rösti. Fast in die Rösti. Nein, also wenn ihr mal 68 Stutz Führung habt, unbedingt dort raushauen, rausballern. Jetzt aber mit Rösti. Mit Rösti. Das ist natürlich, die selbstverständlich. Mit Rösti. Genau die perfekte Konsistenz, weißt, nicht trocken, nicht nass, nicht fettig, perfekt. Und die Geschnetzelt dazu. Ja, und die Geschnetzelt dazu mit einer Rahmsoße, die wirklich einfach eine Symphonie auf der Zunge sind. Das ist einfach... wie kann etwas so Einfaches irgendwie so fein sein und warum kann man es nicht einfach kopieren daheim? Ich weiß es Luca, nicht. Luca, ich mache das heute im Fall. Ich das, machst warum, du das? Mir hat die Schwiegermutter hat ein Kochbuch bekommen und dort ist angeblich das beste Rösti-Rezept drin. Da habe ich müssen, Moment, muss ich also auch kurz durchlesen. Und dort ist der Clou, du musst es wirklich die Herdöpfel so Julien-Style schneiden, aha, von Hand. Man, bin ich irre. Und die tun sie dann, ich tue eigentlich mit gekochten Herdöpfeln, habe ich jetzt zusammen geröstet gemacht, außer ich bin zu Fuß. Das ist das grosse Ding. Und die nimmt jetzt die Rohe, tut sie halt aber einfach so fein schneiden und im Fall im Rezept geht das 5 Minuten oder so. Okay. Oder du machst 5 Minuten mit dem Deckel drauf und dann 5 Minuten ohne. Und was tust du? Du schneidest es wirklich mega, mega fein, oder? Mhm. Und dann tust du es salzen, ein bisschen Thymian offenbar noch dran und dann mit Butter. Ah, for fuck's sake, das tut... Hey, muss ich probieren. Wenn das heisst, ich weiss nicht mehr, das ist von einer Schweizerin, habe ich gemeint. Okay. Und ich habe nur das Bild gefüttert, ich glaube, der Name steht nicht drauf. Marianne Kaltenbach oder Elfi Gasti, sage ich. Es steht da leider nicht, aber ich meine, das Rezeptname ist französisch, dann wird es die andere sein.
Bayaison de pomme de terre. Du, auf alle Fälle habe ich dem unfassbar feinen Zürcher Schnetzels ein Haus gemacht. Mousse au chocolat Folge. Auch oh, das sage auch der Shit. Ja, ey, ich gehe im nächstens auch Deko essen. Ich mache genau das und du noch berichten. Ja. Wie das ist. Mit wem bist denn du da gewesen? Wieso hast denn du das gemacht mit deiner Freundin? Nein, ich bin nicht mal mit meiner Freundin. Ich bin mit einem Kollegen, wo ich über meine Freundin zwar kenne, ihre Studienkollegin, ihre Freundin ist das. Und wir haben uns vor 2-3 Jahren mal kennengelernt. Und es funkt mega, mega gut zwischen uns. Passt wirklich. haben wir mal gefunden, heute ist ein besonderer Abend, sind wir in Kronenhalle, nachher ist Samigos, uns ein abknallen. Und dann war aber so langsam 12 Uhr und dann macht es langsam Tschüss dort. Und dann sind wir tatsächlich noch eben dort hinten in das. Ich habe es nie richtig verstanden. Ich habe immer Letouche verstanden. Aber jetzt hast du gerade gesagt, das heisst Letouche. Also, bist du einer? Da sind wir dort hinten gelaufen. Der Fehler war, wir haben eigentlich dort hinten gekommen. Der Fehler war, dass wir unterwegs schon lange wieder ausgenüchtert sind. Und wo wir dort angekommen sind, sind einfach alle dort recht gewastet gewesen und wir nicht. Ja, und das Ding ist, das hat am Elfi zu. Ja. Das war am Freitag, oder? Das war am Freitag. Ja. Es hat immer noch mega viele Leute gehabt, aber du bist einfach reingekommen. Du hast nirgendwo müssen irgendetwas zeigen. Und die Leute sind ein bisschen so am Kommen und am Gehen gewesen. Es hat keine DJs mehr gehabt. Und so. Dann dort im Park in einer Afterparty. Ja, das ist ein Fail. ist nicht mehr ganz so, rass. Ja, nächstes Mal kommst du mit uns mit. Ja, gut. Oh Gott. Ja, jetzt ist aber in Kronenhalle. Also gut. Das tönt euch nach einem rassigen Wochenende. Ich ballere jetzt einfach die allen raus in dieser Folge. Ja. Also komm, bevor wir in unser reguläres Programm reinkommen. Heute gibt es übrigens keine News. Auf der Welt hat es heute keine News gegeben. Ich habe geschaut, wirklich überall geschaut. Es ist nichts passiert. Geil, bei der BBC irgendwie mal in den 50s, glaube ich, oder so. Ja. Vielleicht ist es auch in den 30s. Was einfach gesagt haben, today is no news. Ja, heute haben wir wirklich keine News, sorry. Wir haben darum heute gefunden, unser Thema, das wir uns schon mal aufgeschrieben haben und den ultra kurzfristig umgesetzt haben. Und zwar die beste Serie aller Zeiten, wo wir bestimmen. Weil, oder? Wir sind ja das Gremium schlechthin und jeder von uns hat nachher seine Top 5 Serien rausgesucht und ich sehe schon, dass Simon will seine 25 reinschmuggeln. Müssen wir den versuchen zu unterbinden? Nein, aber ich kann, also ich merke es nachher nicht. Ich muss natürlich zu jeder, es ist schon, ich cheate, aber legit, legitim tue ich. Also es ist nicht, es feels like cheating, aber ich cheate nicht. Es sind 5 Serien, die ich habe. Ja. Der Luke und ich sagen dann, ob wir es erlauben oder nicht. Und nachher kommen wir dann trotzdem noch im Big Screen, wo wir dann ein paar aktuelle Serien haben. Und in der Spielecke, wo wir über Humankind, Diablo 2 Resurrected und Ghost of Tsushima. Hast du das gespielt? Das Diablo 2 Resurrected? Ja, das wird gespielt. Hey, aber nein, ich spiele keine Blizzard Games mehr übrigens. Das mache ich nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf die Firma. Aber das können wir dann. Genau, das können wir auch dort drüber reden. Hey, übrigens, was ich dann übrigens auch noch wird länger drüber reden, aber ihr müsst euch das Teil mal reinziehen. Ich habe das jetzt bekommen. Ah, du hast es jetzt bekommen. Ich zeige jetzt hier gerade, es sieht wirklich aus wie so eine Hand vom Terminator, ja, wo man seine Hand reinlegt. Das heisst Aceron Cyborg und das ist so ein Keypad. Also ein Keypad, wo man, statt dass man mit Maus und Tastatur spielt, spielt man mit Maus und dem Teil. Und man kann dort wirklich seine Hand einfach so reinlegen, hat dann rechts einen Daumentasten, oder? Ein Analog-Stick sozusagen. Und mit den Fingern hast du dann Tasten. Und du hast eben insgesamt etwa 34 Tasten. Also weißt du irgendwie, du kannst unterklicken, führen, links, rechts, oben. Ah, und so, das muss ich jetzt wirklich mal austesten. Das Teil ist wild. Kannst du nicht probieren? Mal, aber erst ein Game und es ist schon noch easy. Okay. Mein erster kurzer Fazit ist, glaube ich, das ist tiptop funktional, aber ich glaube einfach, der Mehrwert ist mir vermutlich zu wenig gross und ich würde zu faul sein, um es dann so spielen. Glaube ich einfach. Oder? Ja, ich könnte nicht. Ja, logisch, ja. Das ist der Classic, oder? Ich meine, es ist einfach, wir sind so ein gewöhnliches Tier, der Mensch. Das ist einfach wie ASDF, wie ASD. Nein, wie nicht, wie ASD. Was dann einfach schon besser ist. Was? ASD. Aber es funktioniert im Fall, also ich kann jetzt nicht irgendwie mich gross eingewöhnen. Du kannst tiptop rumlaufen und was ich als erstes einfach müssen machen musste, was komisch ist, der Analogstick ist so eingestellt, dass wenn du abdrückst, dass du vorlaufst. Und für mich wäre
ist halt irgendwie intuitiver. Ich wollte den Daumen führen Richtung Monitor und zum Führen laufen. Ja, ja. Aha, aber das, habe ich dann einfach um 90 Grad dreht die Einstellung. Das ist mir mega verwirrend, zum Abdrücken, zum Führen laufen. Mhm. Genau. Und jetzt schau das andere, wo ihr aber nicht gesehen, aber ich muss das gleich schön dann im Stream, kann ich es eben schön zeigen. Ich habe noch so einen. Sieht man jetzt das da? Moment, das sieht man nicht? Oh nein, das ist falsch gewesen. Das da. Ich habe noch so einen Elgato Low Profile Stativarm. Eben, ihr zwei sehen es jetzt nicht. Aber dann im Ding auch nicht. Aber das ist. Es war noch geil. Der Podcast hören war eigentlich das. Genau. Ja, und was ist das? Es ist ein Stativ. Schon erklärt. Ich komme aber überhaupt nicht richtig raus, was jetzt genau der Ding. Genau, also es ist ein Stativarm, oder, wo man das Mikrofon kann dran tun kann. Ja. Und das Spezielle ist halt, normalerweise hast du ja so einen Kipparm, wo du zum Beispiel auch einen hast und ich auch einen habe, wo dann irgendwie so... Wo wir alle haben. Das ist ein normaler, eine Lampe einerseits und mein Mikrofon an so einem Arm, wo dann raufgeht und dann über und so und dann nachher dort ist das Mikrofon dran, oder? Genau. Du schaust am Tisch an. Genau. Und dann bei so Streamer ist halt Datenomics, findet ihr das halt scheiße oder ist einfach nicht so beliebt, weil dann das Mikrofon mehr im Bild ist. Oft, du hast jetzt halt so von der Seite das Mikro dann reinschaut. Beim Luca zum Beispiel ist es auch recht prominent, aber der Luca hat jetzt auch das Tischstativ. Ja, genau. Und, aber beim Simon, bei dir sieht man es ja jetzt auch nicht, weil du so reingezoomt hast. Aber einfach oft ist bei Streamer halt das Ding im Bild und dann die Lösung, die jetzt ein paar drüber gefunden haben, ist bei Elgato der Low-Profile-Arm, wo halt flach ist. Oder du machst ihn entweder an der hinteren Tischkante an, beim Monitor, und dann kommt er von vorne und dann kommt ist er halt nicht unter dem Monitor durch, raus oder, und dann nachher. Oder rechts, genau, oder rechts davon. Ja. Und dann ist es halt einfacher, ein Bild zu verstecken. Und ich habe ihn jetzt auf der rechten Seite angemacht. Ich habe so einen L-förmigen Tisch. Und das ist fast schon noch geil. Also vor allem, du kannst das Kabel im Gehäuse, also im Gestänge, kannst du magnetisch kannst die Klappe wegmachen, kannst das Kabel dort verstauen. Das ist noch geil. Und aber was mich ein bisschen stört, sie haben dann wirklich auch im Video gezeigt mit verschiedenen Mix, grossen Mix, oder? Wie wir auch haben. Und ich finde, er ist von der Stärke, er hat schon ein bisschen Mühe. Also sie liefert den Inbusschlüssel gerade mit und du musst ordentlich anziehen, dass der nicht... Also ich, weil ich habe eben, an meinem habe ich so Flügelschrauben, die ich einfach immer kann anziehen kann. Also aha. Ja, meine hat aber, eben ich habe ja viel teurer als du, der von Rode, der Federn hat, den du nicht kannst einstellen und dort musst du ich habe für 10 Stunden irgendwie den China Warehouse Digitec einfach den günstigsten genommen, weil ich gefunden habe, ich weiß nicht. Das ist schon krass, oder die sicher zocken die dann einfach ab den Start Rode oder irgendwie Elgato drauf und dann nachher zahlst du einfach irgendwie 40 Stutz mehr, als wenn du irgendwie... Das ist wirklich China-Ware, also ist alles China-Ware logischerweise, aber es ist einfach ein wilder Name dann draufsteht. Ich meine jetzt nicht bei dem Elgato, das macht ja schon Sinn, dass die dann das machen und dann auch das auch wertig verarbeitet, aber es ist noch lustig, dass es dann nicht fertig gedacht ist. Ich meine, dass du einen Imbus brauchst, um das anzuziehen, Flügelschrauben, das verstehe ich nicht. So viel easier, oder? Ja. Und also das sieht halt dann ein bisschen beschissen aus. Und dann ist dein magnetisch verstaute Kabel, wird dann gesteuert durch Flügelschrauben, die irgendwie rauspoppen. Aber usability-mässig ist es natürlich viel besser, wenn du irgendwie Flügelschrauben... Ja. Das hast du wirklich recht. Das verstehe ich wirklich nicht, warum sie... Ja. Weil du musst die... Vor allem, wenn ich ihn möchte, du kannst ihn eben schon auch auf und ab bewegen. Oder? Mhm. Er hat ein Gelenk. Und das ist eben vor allem das, was ich anziehen muss. Das eine Gelenk. Ja, logisch, das ist ja klar. Und das ist ja dort, wo meine mehr da die Flügelschrauben sind. Also, ja. Aber eben, ist ja gleich. Jetzt hat man viel über Stativ geredet. Der andere, den ich habe, der hat nur eine Feder drin. Und dort kannst du es auch nicht machen, oder? Und dort kannst du es gar nicht machen. Und das ist dann einfach auch unbrauchbar für mich. Also, das Gewicht stimmt halt schon. Es funktioniert eben schon meistens. Du kannst ihn dann halt frei bewegen, ohne dass du es anziehen. Es muss immer funktionieren. So. Ja, sagen wir so, ich finde immer einen Winkel. Sagen wir so. Ja, ja. Ich finde immer einen mit dem Ding da. Ja, ist ja gleich. Aber das ist jedenfalls der Elgato Low Profile Arm. Ich glaube, er macht schon, was er soll, aber eben, ich finde auch, hätte doch verdammte Flügelschrauben noch genommen. Dann wäre das Teil perfekt. Ja, und dann jetzt haben wir schon 20 Minuten aufgenommen. Aber ich erzähle es trotzdem noch kurz. Ich habe meine PlayStation 5 bekommen. Hallo, geht's? Endlich. Ich habe endlich eine PlayStation 5 bekommen und habe sie dann, ich zocke das an meinem Pult.
Neben meinem PC da rechts ist meine PlayStation, weil ich in, ja, weiß auch nicht, neben dem Fernseher, sie ist zu gross und zu hässlich, zum an Fernseher tun. Das ist ein rein ästhetischer Grund. Und ich habe auch keinen Bock irgendwie. Ich zocke nicht mehr gerne am Fernseher. Ich tue das gerne trennen. Item. Ich habe sie dann aufgestellt, da neben mir, und habe dann mir auf Ricardo auch, weil die Leute das natürlich verkaufen, was schwierig ist, habe ich mir da Returnal und Demon's Souls gezogen. Ja. Also die beiden einzigen guten Games auf der PS5, wo wirklich nur die kannst zocken. Ratchet & Clank. Ja, aber ja, es ist schön, aber es ist nicht gut. Aber die einzigen beiden Games, die mich interessieren, habe ich mir gezogen und habe dann noch das Return reingetan. Dann hat es ausgespeuzt und dachte, hey, fuck, nein, das kann ja nicht sein. Jetzt hat mir da irgendeine korrupte CD verkauft. Nochmal reingetan. Nein, es geht wieder nicht. Gut, dann mache ich mal Demon's Souls rein. Wieder ausgespeuzt, nein, jetzt ist die Dead on Arrival, jetzt ist die kaputte Hure PS, oder? Und dann schon fast zurückgeschickt, bis ich gemerkt habe, ich kann einfach Disc auf die falsche Seite rein da. weil das so unintuitiv ist, weil du die, auch jetzt, wenn ich sie anschaue, habe ich das Gefühl, Disc muss anders rein, weil der, wenn ein PS5 vor euch habt, vor dem geistigen Auge, die hat so einen Bauch und ich habe das Gefühl, der Bauch muss oben sein, aber der Bauch ist unten, wenn sie flach legst. Aber dein Bauch ist auch unten. Nein, also weißt du, aber es ist so, und dann hast du mir doch das Ding geschickt, in eine Werbung, wo tatsächlich eine PS5 auch falsch aufgestellt hat. In der offiziellen PlayStation-Werbung hat sie sie auch, wenn sie horizontal tust, falsch, nämlich mit dem Bauch gegen unten und nicht gegen oben. Also du hast sie auch horizontal, sie liegend? Nein, ich habe sie stehen. Ah, du hast sie schon stehen? Ja. Nein, ich habe sie stehen und darum bin ich nicht rausgekommen, wie dass man die hure Disc muss rein tun, weil sie wirklich absolut entgegen jeglichem Verständnis von wie dass man sie braucht und wie dass man sieht. Also, weißt, wenn also der fette so Teil anschaue, ist doch einfach unten, oder? Das ist doch irgendwie logisch. Nein, das fette Teil ist für mich also wirklich, das ist ganz klar, dass das oben ist, wenn die Flachseite ist. Ja, das ist jetzt auch wieder eine Diskussion, wo, wenn man es nicht sieht, kann man sich schwer vorstellen. Aber das PS5 ist wie so ein Teil, das noch einen Bauch hat und den kann man die CD reinschieben und der Bauch ist für mich einfach oben. Aber bist du wahr? Aber oben hat sie ja gar keine flache Seite. Ja. Wie hast du die denn aufgestellt? Was, oben? Ja, eben, also du hast eine PlayStation noch auf den Kopf gestellt. Nein, habe ich nicht. Nein, sie steht schon richtig. Du hast sie schon richtig aufgestellt. Wenn sie horizontal legst, dann ist für mich die Flachseite doch unten und der Bauch oben. Klar. Eben, um es nochmal repetieren. Du, wo sie falsch reingelegt hast, Disc, hast du sie horizontal angelegt? Also horizontal angelegt, ja, logisch. Ich habe gemeint, du hast sie den Höhenweg auf den Kopf gestellt. Nein, das nicht. Nein, bist wahnsinnig. Nein, das ist klar. Nein, das nicht. Nein, okay. Das ist klar, weil da unten hat sie ja ein. Du siehst dort, also den Höhenweg kannst du sie nicht falsch stellen. Weil du siehst, hat es eine Unterseite, wo auch so Shit steht, wie irgendwie Copyright und so. Es hat halt das PlayStation-Logo auch noch oben drauf. Und das oben drauf hat es das PlayStation-Logo. Also das ist klar, wie dass sie horizontal schickst. Vertikal, aber horizontal... Nein, dort, jetzt auch eins. Hat oben drauf ein Logo. Warte schnell. Ich sehe es auf dem Bild. Es hat oben das PlayStation-Logo. Ja, ich weiß, aber ich... Ja, es ist... Nein, ich verstehe es schon. Aber ich habe halt... Ich habe natürlich den Standort gemacht. Ich war kurz vor dem Zurückschicken gewesen, weil ich... Und es hat geheißen, bist du sicher, dass die CD nicht falsch eingelegt hast? Und ich so, ja, ich bin eh sicher. Ja, wieso sollte ich sie falsch eingelegt? Hast du ja klar, die muss so rein. Und dann habe ich sie auf die andere Seite eingelegt. Also, ah ja, voilà. aber eben, du müsstest halt eben geknackte Ständer dran machen, dann wäre es natürlich auch klar, oder? Ja, wenn ich sie würde. Horizontal legen, dann müsste ich den Ständer dran machen. Den muss ja sowieso auch, wenn sie Höhenweg. Wenn dort stehen, ja gut, jetzt geht die beiden Wege ohne, oder? Also, aber horizontal geht es nicht ohne. Weil dann ist ja der Ranzen so, dann ist sie so. Ja, wobbly. Aber meine, du bist ja nicht so, dass du dich gross bewegst. Nein, stimmt schon. Eigentlich weiß ich, egal. So, der ist eh scheiße, der Ständer. Der ist eh doof. Ich finde es eigentlich, es ist aber noch geil gemacht, weil die Schraube ja schon drin ist, damit sie kannst irgendwie anschrauben. Also er ist eigentlich engineeringmäßig noch gut gemacht. Nein, aber nur den Höhenweg. Nur den Höhenweg kannst du schrauben. Wenn sie eben, ja, das stimmt. Wenn sie anleihst und jedes Mal, wenn du sie rausziehst aus dem Gestell oder sie bewegst, dann geht sie gerade ab dem Ständer. Aha. Luca, du musst gar nicht lachen.
Jetzt haben wir so viel über, über Ständer geredet. Dabei haben wir schon etwas, wo wir vermutlich mega lang drüber reden. Also komm, jetzt fangen wir endlich an. Mit uns 20 Minuten Einführung. Jesus Christ. Hey, das ist, genau, da wird alles behandelt, im Podcast. Also komm. Man merkt, dass wir keine News haben und die 25 Minuten irgendwie anders stumpfen müssen. Das ist kein Problem. Und das ist mehr Inhalt gehabt als Menge News. Also komm, wir haben versucht, von allen Serien, die es je gegeben hat, nein, einfach von mir gesehen haben. Ich habe vorher auch, wie nervmutig, auch Menge Best-of- die 250 besten Serien, die es gibt, habe ich etwa diverse Listen angeschaut, damit ich keine vergesse. Und wir haben jetzt, das Ziel war, dass jeder von euch raussucht. Die sind vermutlich ungeordnet. Vielleicht gibt es noch ein paar honorable Mentions, das schauen wir dann noch. Aber und wir machen es so, jeder erzählt einfach immer von einer und wieso, oder? Unsere Top 5 Serien und dann, es ist ungeordnet, aber jeder kommt immer mit einer. Genau, so machen wir es ja. Toll. Gut. Also, wer möchte anfangen? Nicht alle gleichzeitig. Also, dann fange ich so stark. So, fang an. Mit einem Easy Pick. Und zwar Parks and Recreation. Das ist. Die ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Gibt es etwa, ich weiß nicht mehr, 4 oder 5 Staffeln. Und das ist. Das ist eine Serie, eben, die geht darum, das ist das Parks and Recreation, Parks and Rec, kurz das Department, und das ist so Mockumentary-mäßig gemacht, also weißt du, wie so die Office, wo immer so eine Kamera-Crew eigentlich dabei ist und die Leute reden dann auch mit denen, warum auch immer, die sind immer gefilmt, die sind ja überall dann dabei, und ja, sie sind einfach so die Behörden so von so einer Stadt, die halt eben sich um so öffentliche Anliegen kümmert. Aber und, eben nur also das wacke Department, nämlich Parks and Recreation. Ja, das, ist, das hat nichts dazu beizutragen, zur Stadtentwicklung eigentlich so. Ja, und das ist wirklich einfach auch so eine Serie, wo einfach die erlebt von diesen unglaublich sympathischen Figuren, sie sind alle so unterhaltsam, weißt du, irgendwie von der Chefin zum ich weiß die Namen von diesen Leuten gar nicht mehr. Gut, ich kenne nie Namen. Also der Ron Swanson. Bitte. Genau, der Ron Swanson. Ja, genau. Den muss man, der Ron Swanson. Ich könnte im Fall genau, sie heisst vielleicht heisst sie Leslie. Oh, da weiß ich nicht. Das stimmt. Sonst weiss ich keinen Namen. Aber ich weiss wirklich bei niemandem irgendwo den Namen. In echt nicht und in Serie nicht. wenn ihr nicht angeschrieben wäre. Ja, eben. Aber du Rashida Jones kennst schon als Schauspielerin, ist doch dort auch. Ja. Wie heisst sie der? Chris Pratt. Das ist sein Breakthrough gewesen, oder? Hey, jedenfalls, ich finde die ist absolut grossartig. Das ist wirklich so eine, wo wir am dann richtig rausgezögert haben mit Schauen, weil so, shit, das ist jetzt gleich fertig. Mm-hmm. Und ich habe es so genossen. Das ist wirklich einfach eine, wo das ist für mich so ein klarer Fall. Die ist mega kreativ geschrieben, passiert immer irgendetwas Neues, Figuren wachsen immer mehr ans Herz und sind so vielschichtig von. Also am Anfang eben, hast du das Gefühl, du kannst alle gerade in so einen, in einen Ordner packen, oder? Und, aber nachher entfaltet es dann doch irgendwie ihre Persönlichkeit. Und es wird immer weirder und so viele kultige Zitate und so. Also Parks and Recreation, wer es noch nie gesehen hat, das ist wirklich, kannst du dich glücklich schätzen. Das ist etwas am besten, finde ich. Was, ich meine, wir haben deine erste Serie und du hast schon «The Office» müssen nennen. Spoiler, ich habe die Office nicht mal drauf, weil das ist eben, also ich finde so wie, ja, Parks and Recreation ist ein super Pick natürlich, super Serie, aber es hat so viel anderen Serien zu verdanken, dass ich wie finde, man muss die, du hast ja eben Honorable Mention, The Office ist schon gekommen, oder? Man kann sie noch geschwind. Was ich mir jetzt überlegt habe in meiner Liste, weißt du, man könnte ja natürlich jetzt so die, sozusagen die Artsy-Fartsy-Picks, und nicht Artsy-Fartsy, aber weißt du, so die renommierten Picks nehmen. Aber ich habe schon versucht, einfach die zu nehmen, wo ich einfach wirklich absolut beim Schauen das geilste Erlebnis, das mich am meisten geflasht hat. Weißt du, ich habe sogar überlegt, Game of Thrones 3 zu nehmen, weil irgendwie. Das ist der kommerzischste Shit, den es gibt. Aber es ist auch die erste mega geil. Aber ich finde, es ist so ein Loch ab am Schluss. Darum finde ich, ich weiß auch nicht. Aber gleich, das war auch sensationell. Aber einfach, gut, okay. Aber ich meine, es ist ja ganz okay, wenn alle ein bisschen einen anderen Ansatz haben. Dann mache ich gerade weiter, weil ich habe genau den Ansatz gewählt, dass ich so finde, hey, ich nehme die Serie, die ich finde, erstens haben sie mich mega unterhalten und zweitens
und das ist das, was ich gesagt habe, es ist, es feels like cheating, kann ich anhand von meiner Wahl nach 4 mehr Serien hineinbringen, die sie inspiriert haben und so. Und darum ist es vielleicht ein bisschen artsy-fartsy zum einen Teil, aber es sind also legit die Serien, die ich tatsächlich am liebsten geschaut habe. Und ich fange an mit Fawlty Towers, natürlich. 12 Folgen, 2x6 von John Cleese, wo er ein Hotelbesitzer ist und dort seine Abenteuer erlebt, zusammen mit der Connie Booth, mit seiner damaligen Frau geschrieben. Und das ist so die Mutter aller Sitcoms. John Cleese, bei Monty Pythons halt, Flying Circus ist vorne gewesen, wo sehr absurd war. Und dort hat er bewiesen, dass er eigentlich für die Allgemeinheit sehr geil, einfach Sitcom machen. Und das ist wirklich die Mutter aller Situation, also englische Sitcom, also das tönt immer so, die Mutter aller Sitcoms. Aber tatsächlich einfach 12 Folgen, unglaublicher Humor, der immer noch so gut funktioniert. Und das ist in den 70s vielleicht so rausgekommen. Und die Personen, die ich meine, er ist Basil Fawlty, so heisst Fawlty Towers, und er ist so ein mieser Sieg eigentlich und so ein Arschloch, aber trotzdem hast du ihn irgendwie gern. Also das heisst, er probiert irgendwie das Hotel zu managen und ist zu seinen Angestellten, zu seiner Frau, zu den Gästen ein Arschloch, aber irgendwie doch noch liebenswert. Dann nachher hat es der Angestellte, der Manuel, das ist auch sehr madly racist, der spanische Angestellte, der dort einfach irgendwie keinen Schnall hat und irgendwie immer die ganze Zeit seine Frau Sibyl, wo eigentlich den Laden wirklich am Laufen hat und so. Und ein Stammgast, so einen ehemaligen Kriegsversehrten irgendwie Veteran, der dort die ganze Zeit seine Gin Tonics an der Bar sucht und so. Und das, ja, also das hat man so schnell durchgeschaut, eigentlich, es ist schade. Nein, es ist eben genau gut, dass es nicht mehr gibt, weil es sind einfach, ja, 2x6 Folgen an 30 Minuten, beste Comedy. Wenn man müsste eine Folge rauspicken, wo man unbedingt muss gesehen haben, ist das dort, wo die Deutschen kommen, the Germans, und im Basil Kate so einen Elch, den sie dort haben, den er wieder ausschrauben auf den Kopf, und darum hat er irgendwie so ein bisschen Hirnschaden und flüchtet dann aus dem Spital wieder zurück, weil er das Gefühl hat, es geht nicht ohne ihn. Und dann nach einer das ist ein Klassiker, wenn die Deutschen da sind. Whatever you do, just don't mention the war. I think I've mentioned it once, but I got away with it. Hat er natürlich nicht. Er tut dann die ganze Zeit mit den Deutschen, kann er nicht anders als irgendwie den Krieg irgendwie zu thematisieren. Was natürlich jetzt ein bisschen anders wirkt, aber wenn man merkt, dass es in den 70s war und der Krieg gar nicht mal so lange her war, und man macht dann nachher die grösste Hitler-Impersonation durch den Esssaal durch, während die andere zusammenbricht dort und brüllt. Also das ist wirklich, ja, Fawlty Towers. Und es ist aber natürlich auch die Inspiration für so viel anderes, was nachher gekommen ist, um wieder die Office jetzt reinzubringen, damit wir es gesagt haben, genug oft, so, ja, wer auch immer, Blackadder etc. Das ist wirklich tatsächlich so eine wegweisende Serie, wo ich aber tatsächlich, also das ist die einzige, wo wir gesagt haben, Top 5 Serie ist die einzige, die für mich fix klar war, darum habe ich sie reingenommen. Das klingt super. Dann mache ich auch gerade mit etwas Lustigem weiter, wenn wir schon beim lustigen Bereich sind. Also mein Ansatz ist definitiv auch der, den Phil gewählt hat, nämlich nicht das, was man erwartet, was man sollte reinnehmen, was unbedingt reingehört und so Zeugs in jeder Top 5, sondern wirklich einfach das, was mir persönlich extrem am meisten geblieben ist und ich am liebsten geschaut habe und am meisten gefanboyt habe dafür. Und auch wenn es inspiriert ist von anderen oder anderen Serien gibt, die vielleicht aus einem Kritiker-Augen eigentlich besser wären, aber ich persönlich, mein persönlicher Geschmack ist jetzt halt einfach so, dass ich die andere Serie besser gefunden habe. Und als die lustige Serie ist tatsächlich meine einzige lustige Serie in der Top 5, habe ich reingenommen Modern Family. Weil, ja, es ist einfach
Ja. Es ist für mich eigentlich ausschlaggebend gewesen, für mich zum Schauen. Also vom Genre her ist auch Documentary, also wie Parks and Recreation. Sag es nochmal bitte. Mockumentary. Ich hasse das. Wir können nochmal die Office erwähnen, weil ich habe nicht, ich habe die Office nicht, obwohl es eine von meiner Lieblings ist. Aber voilà. Es ist wie die Office, aber Mockumentary. Genau. Mockumentary, Gottverdammt, ja. Ich hasse das so. Jedenfalls für mich ist ausschlaggebend gewesen, dass der Ed O'Neill dort mitmacht, also der Schauspieler von Al Bundy. Ja. Wo ich das gesehen habe, dachte ich, okay, ich gebe der Serie mal eine Chance. Und um was geht es? Es geht eigentlich um eine moderne amerikanische Familie, beziehungsweise drei Familienhaushalte, das schwule Pärchen, ich sage mal das normale Familienpärchen mit Mutter, Vater und drei Kindern. Und dann quasi der Grossvater, der eben der Al Bundy, der Ed O'Neill spielt, wo sich eine junge Kolumbianerin gegangelt hat. Also er ist stinkreich und sie ist also das junge Model. Und Trophy Wife sozusagen. Ja, genau. Ja. Und was für alle am Anfang aussieht, als ob sie einfach auf sein Geld scharf wäre, ist eigentlich, sie sind wirklich einfach verliebt. Fertig, Schluss. Und es ist für mich ein bisschen das, was Simpsons zu seinen besten Zeiten war. Also wirklich ein bisschen so die liebevolle Persiflage, wie in so einer amerikanischen Familie könnte aussehen. Und gleichzeitig, während es sau lustig ist, jede Episode ist am Schluss immer ein bisschen so ein emotionaler Moment oder ein bisschen so ein heartfelt Moment und irgendwie ein bisschen so etwas, ja, wo einem ein gutes Gefühl gibt am Schluss. Also man lacht sehr viel und am Schluss hat es gleich noch ein bisschen etwas Herzerwärmendes. Und das ist für mich Simpsons lange Zeit auch gewesen. Es ist immer mega lustig gewesen und am Schluss aber gleich irgendwie noch ein bisschen so heartfelt. Und es ist Modern Family, ich sag mal, hat... kann man vielleicht auch sagen, ein bisschen wegweisend oder ein bisschen etwas Neues gemacht, nämlich eben das Genre von der Family Comedy genommen, also so ein bisschen alle Full House und wie die alle heißen. Aber mit Wie selber Al Bundy auch, oder? Wie selber Al Bundy zum Beispiel auch, genau. Ja, ja. Aber das nachher vermischt mit dem Stil von The Office, also von dem Mockumentary. Und das mit dem vermischt. Quasi so, dass das Charaktere, es gibt nicht eine Kamera und es gibt keine Konservenlacher, sondern es gibt mehrere Kameras. Die Kamera ist mehr oder weniger frei und zwischendurch reden Charaktere auch direkt in die Kamera rein und erzählen, was so ihr Alltag ist. Und das war einfach eine hohe Winning-Formula für mich. Und es hat mich, es ist auf Netflix, so ziemlich alle Staffeln, die es gibt, auf Deutsch jedenfalls. Und es war wirklich eine von denen Serien, wo mich in den letzten paar Jahren extrem immer verfolgt hat und wo ich immer noch hure gerne schaue. Ich meine, das ist aber genau der mit dem, das du sagst, mit dem das Canned Laughter, wo die Lachtracks und so, wo Friends hat das auch noch gehabt. Dass man von dem weggekommen ist, das hat dann, das ist eigentlich das Beste, was es gibt für Comedy, finde ich. Weil ich meine, das Ganze, das ist, welche Serie hat das noch? How I Met Your Mother hat das auch noch? Lachtracks, ja. Oder nicht? Oder? Ich weiß es, das ist immer krass, ich weiß es fast gar nicht, ja, wenn sie so... Also Dings, du blendest aus, aber ich meine, wenn du aufgewachsen bist in den 90s, hast du immer die hohen Lachtracks gehabt. Das ist so unglaublich unnatürlich. Was sicher gehabt hat, ist da die hohen mit den Nerds, da die schlecht... Also ja, Big Bang Theory. Ich weiss nicht, ob die bei euch noch kommt, aber ich hoffe es nicht. Ich schätze euch anders. Ich schiebe sie, glaube ich, extra rein noch. Aber ja, und ich meine, das ist... Also, ich, ja. Das, ich hatte die aber am Anfang auch recht lustig gefunden. Recht lang. Ja, aber ich meine, Lachtracks sind einfach, es ist so unnatürlich. Ich meine, es ist so, man muss jemanden darauf auflöpfen. Und tatsächlich hätte ich fast eine Serie reingenommen, wo Lachtracks, oder vielleicht habe ich sogar eine drin, wo Lachtracks sind. Man kommt halt, mit billigeren Jokes davon, weil die Lachtracks bringen dich irgendwie wie auch ein bisschen, also man wird ja von dem tatsächlich trotz allem beeinflusst. Also wenn man sagt, man findet Lachtracks scheiße, aber irgendwie lacht man dann auch mal gleich und man kann wirklich einfach mit billigeren Jokes davon kommen, als wenn du die nicht hast, dann musst du wirklich lustige Jokes bringen. Damit Und das ist das Geil. Und darum ist ja das eigentlich, ich meine, Anfangs 2000er, wo die dann irgendwann abgeschafft wurden, sind unter anderem auch weg die Office, wo dann, ich meine, das ist so straight up richtig, also Mockumentary ist genau die absolute Antithese zu Lachtracks, oder? Es macht einen auf Lachtracks ist immer so in einem Studio rein und und Mockumentary ist genau das Gegenteil. Das also, ja gut, aber ich glaube, entstanden. Dokumentation zu sein, oder?
Ja gut, aber entstanden ist es einfach, weil die haben ja die Sachen auch im Studio aufgenommen, wo Leute halt lachen. Ja, früher. Genau. Und das ist, hat sich dann so Ende 90er rausgelaufen. Dann hat man gedacht, jetzt haben wir kein Studiopublikum. Das ist so 70s, 80s Zeug, wo man es tatsächlich mit Publikum aufgenommen hat. Und über 90er. Ja, 90er im Fall auch noch, Oder vielleicht sogar noch aufgenommen. Aber ich meine, Friends ist sicher nicht in einem Studio aufgenommen worden mit Leuten, oder? The Fresh Prince of Bel-Air. Ja, aber die haben nicht alles. Also, die haben dann immer eine Folge pro Woche oder so. Hat einfach immer einen Studiotag gegeben. Das hat es jetzt schon ich weiß gar nicht, ob es dann immer die Lacher dort, von dort einfach wiederverwertet haben. Ja, das könntest du ja wahrscheinlich die Lacher schäsämen und dann nachher schauen, wie die Lacher die gleichen sind. Das wäre doch witzig. Also komm, ich glaube, die eine tue ich bei mir am Schluss, da tue ich wie beim Bestellen im Restaurant, tue ich dann unter Druck noch kurz entscheiden, dass ich die auf den Platz setze. Also, jetzt bin ich wieder dran, oder? Nein, jetzt bin ich wieder dran. Jetzt haben wir jeden eine. Ah ja, stimmt. Ich habe Parks, du hast Modern Family. Dann ich mache sie in der Reihenfolge, die ich aufgeschrieben habe. Ich habe The Wire. Das ist auch so eine HBO-Serie, wo wir sind auch 5 Seasons, auch irgendwie etwa 10 Folgen an einer Stunde. Und das porträtiert so die zwei Seiten eigentlich. In Baltimore ist es angesiedelt, die haben, glaube ich, in den Nullerjahren. Die sind einfach alle so die, wo habe ich noch die Flipphones und so. Ja, haben die 90er Anfangs Nuller, ja, würde ich sagen. Also es war wirklich noch 4:3 auch gefilmt gewesen damals. Und voll. Das Spezielle daran ist wirklich, dass es eigentlich zwei Seiten porträtiert. Einerseits die Polizei, wo es halt immer so darum geht, ich weiß gar nicht, wie die Bezeichnung schon wieder war, aber Chain of Command, genau, immer. Du hörst immer das Chain of Command, oder? Weil einfach, man muss da ganz klar folgen, wenn irgendwie jeder hat seine eigene Agenda, oder? Das ist, die Bullen sind eigentlich genauso korrupt, oder irgendwie machen halt wirklich einfach Sachen um, damit es auf dem Papier so aussieht. Das ist sehr politisch, auch die Serie, oder? Und dann halt damit ihre Distrikte irgendwie können Gewalt runterbringen und dann, okay, jetzt müsst ihr halt raus, jetzt noch kurz singen, so kurz ein bisschen Leute verhaften und ein bisschen shaken, obwohl es genau gar nichts bringt. Und dann haben sie immer so die Streit mit den anderen in der Polizei, die einfach richtige Arbeit machen wollen und sagen, hey, nein, wenn wir jetzt die raiden, dann sind alle unsere Ermittlungen kaputt, oder? Und auf der anderen Seite hast du die ganzen Gangsters. Und es tut wirklich beide Seiten so porträtieren von verschiedenen Seiten. Und es ist so unglaublich vielschichtig. Und jede Staffel hat auch wie so ein eigenes Thema. Also die erste ist, finde ich, eigentlich die beste. Weil die lernst du halt auch alle kennen und dann geht es um die Gangster, die Drogen verticken. Im zweiten ist es mehr so mit den Hafenarbeiten, wo irgendein ein Container ankommt mit irgendwie einem Haufen Leichen drin. Und dann es geht einfach immer weiter. Die eine ist relativ journalistisch, oder? Und dann die eine geht um die Wahlen vom, glaub, Bürgermeister oder so, mit dem oder der Littlefinger, der kandidiert dort. Und es ist wirklich auch die Karriere von den Gangster. Also der eine geht schlussendlich in so Real Estate Business, oder? Also weißt, der versucht dann irgendwie den Weg ins Legale zu finden und so. Wirklich also unglaublich komplex, aber einfach so. Also was ich vor allem geschätzt habe, sie ist mega spannend, sodass du unbedingt weiter schauen willst, aber sie ist nicht so wie Game of Thrones, weißt du, so das Stressige. Ja. Dort ist doch immer so. Das ist huere nervös. Die Serie ist so nervös, Game of Thrones, finde ich. Ja, weil es einfach auch eine Buchvorlage eigentlich unverfilmbar ist und man nachher daraus probiert, eine Serie zu machen jetzt bei Game of Thrones. Nein, nicht das. Ich habe die schon gut gefunden. Ich finde, sie ist nervös, weil einfach irgendwie der Druck ist auch so gross, oder? Irgendwie Gefahren von allen Seiten und so. Und da ist sie irgendwie. Ja, und das ist dann so unentspannt zum Schauen auf eine Art. Und The Wire habe ich immer. Das ist easy entspannt zum Schauen und trotzdem verdammt spannend, dass kaum ist fertig, als ich wissen wie es weitergeht. Mm-hmm. Also, einfach die perfekte Geschichte. Shari ist das absolut eine von der ja, absolut. Ja. Ist, ja. Ich pflichte dir bei. Tatsächlich habe ich im Fall, glaube ich, 3 Staffeln, wo ich muss fertig schauen muss. Aber es ist absolut etwas vom Besten, was überhaupt gibt. Ja. Und die ist auch eine von der absolut am besten bewertetsten Serien in allen Metacritic-Seiten. Also. Aber sie hat, glaube ich, damals nicht so gute Einschaltquote gehabt, wo sie gelaufen ist. Ich glaube, das ist eine Serie, nein, ist auch wieder Nachhinein, eine von denen, ja. Im Nachhinein ein bisschen zu Raum gekommen ist. Vielleicht auch eben dank so Serien wie Game of Thrones, die das ein bisschen massentauglicher gemacht haben. So die 100'000 Handlungsstränge und Figuren und so. Und halt eben nicht. Ja, das Tempo jetzt nicht so horrend. Ich finde jetzt, Game of Thrones hat zum Beispiel bis auf die letzten 2-3 Staffeln überhaupt kein horrendes Tempo, sondern ist verglichen mit wahrscheinlich anderen Serien eher sehr langsam erzählt.
Ja. Ja, aber also ich meine, ja, hat jemand Game of Thrones? Ja, wir sehen es noch. Ich mache gerade weiter, ist gut. Ja. Ich klinke mich ein und so mit Twin Peaks, die Mutter aller Mystery-Serien. Auch gut. Es gäbe keine Akte X ohne Twin Peaks, es gäbe kein Lost ohne Twin Peaks und darum sage ich, ich cheate in ein bisschen, weil ich natürlich jetzt all das, so die Serie kann name-droppen. Bin ich jetzt David Lynch. Von David Lynch, ja wirklich, tatsächlich. Laura Palmer ist ein Mädchen, das dort gefunden wird, wrapped in plastic, an einem See. Es spielt in so einem ganz, ganz im Norden von den USA, wahrscheinlich man weiß es nicht richtig, aber wahrscheinlich Minnesota oder so, gerade an der Grenze zu Kanada. Also viel Wald, viel düstere Nebelszenen und so. Und es wird einfach von Volk zu Volk absurder. Wer den David Lynch kennt, der kann das irgendwie ein bisschen einordnen. Es ist tatsächlich etwas von David Lynch, das nicht so absurd ist wie andere Filme von ihm. Oder Sachen, die er gemacht hat. Aber, am Schluss. Das ist schon sehr absurd, aber. Es wird immer absurd. Es wird immer absurd. The Red Room, ja, es stimmt. Es ist wirklich sehr absurd. Ja, es ist sehr absurd. Wobei die ersten 2-3 Folgen sind nicht so absurd. Das stimmt. Stimmt, sorry, ich bin so framed in meinem David Lynch-Ding. So, ja, aber es ist im Fall nicht so weird wie Lost Highway. Oder irgendwie Eraserhead oder so. Ich habe 25% verstanden. Es ist nicht so absurd. Das ist tatsächlich so. Aber es ist einfach, es ist wirklich etwas, wo du bleibst dran und du merkst, dass der Struggle, den David Lynch hatte, auch mit den Leuten vom Fernsehen, gesagt, hey, du darfst im Fall da nicht so abschweifen, man muss immer noch ein bisschen Cliffhanger haben und so. Und er nachher einfach, ja, fuck it, ich tue einen Lilliputaner, oder das darf man wahrscheinlich nicht sagen, ich tue einen kleinwüchsigen Hinterski-Redala in einem Raum, wo nur rote Vorhang hat und so. Es ist tatsächlich, also wer es noch nie gesehen hat, es hat aber sehr gut auch gealtert, muss ich sagen. Also ich habe die Serie vor irgendwie 10 Jahren angefangen zu schauen und ich habe nie irgendwie, natürlich ist es 90s, es ist Ende 80er, Anfang 90er, natürlich ist es 90s und so von der Mode her und so, aber tatsächlich, die Story selber ist die Mystery-Story, die dahinter ist sehr, sehr geil. Also, finde ich wirklich etwas vom absoluten. Und weil es halt eben wirklich so wegweisend war für Lost und X-Files und so. Aber hast du sie, oder wenn du es jetzt so sagst, also, weißt, hast du. Also weißt du, genau, das klingt jetzt schon ein bisschen, dass du die jetzt gewählt hast, wegen sozusagen wegen der Bedeutung von dieser. Ich habe sie gesuchtet. Das war noch zur DVD-Zeit, das war vor 15 Jahren. Mhm. Also die erste Staffel ist dort auf DVD rausgekommen und die zweite erstens um später. Und ich konnte es kaum erwarten, bis die zweite Staffel rauskommt. Oder? Und habe dann es gibt einen Film, Fire Walk With Me, den habe ich tatsächlich dann gar nie gesehen. Mhm. Weil den darfst du eigentlich nicht schauen, wenn du nur die erste Staffel geschaut hast. Weil das müsste eigentlich, du musst alle Staffeln gesehen haben und dann nachher den Film. Ich habe es absolut gesuchtet. Absolut. Es ist wirklich für mich, es ist insane. Ich habe es so huere geil gefunden. Es ist übrigens auch einer von den, Erfolgs- oder Baustein vom Erfolg von Netflix. Weil damals, nicht weil es eine Netflix-Serie ist, sondern weil damals, wo Netflix entstanden ist, ist ja früher in den Anfang 2000er Jahren, ein reiner DVD-Verleihhändler gsi und sein Clou war einfach, dass du für eine Homepage deine DVD ausgesucht hast und Netflix hat es dir dann in den roten ikonischen Kuverts heimgeschickt, was halt damals etwas völlig Neues war. Und was Netflix auch gemacht hat, ist, sie haben sich quasi die exklusive Rechte für Serien geholt, wo die anderen VHS und Video, also Filmverleihgeschäfte wie Blockbuster und so, wo du fast nirgendwo mehr gefunden hast. Also Twin Peaks ist ein Riesen, wo du fast nirgendwo gefunden hast. Und Netflix hat sich die Rechte geholt und geschaut, dass sie es auch auf Vorrat haben. Und die Leute haben das dann wie blöd bei Netflix anfangen auslehnen, weil sie sehen, das ist der einzige Ort, wo du im Moment kannst Twin Peaks haben. Und das ist einer von den frühen Bausteinen. Netflix hat einfach gemerkt, hey, Vertriebsrecht sichern ist wichtig. Ja, exklusive voll. Vertriebsrecht. Und Twin Peaks ist einer davon. Okay, also ich muss jetzt auch nicht zu viel ergänzen, sonst werden wir nie fertig. Aber ich habe die auch sehr geil gefunden, aber nicht schwer verdaulich, aber es ist sehr
komplex und halt nicht so. Doch, sie ist schon schwer verdaulich auf eine Art. Schwer verdaulich. Was ich aber schon finde, du hast jetzt halt wirklich gemerkt, dass der. Wie war das? Der hat, glaube ich, gar keine zweite Staffel wollen. Und das ist ja wie genau. die eine Geschichte. Ist eigentlich wie schon fertig. Und dann hat man wie so. Hat man so ein bisschen mitgestreckt. Nein, die zweite Staffel merkst du einfach, wie das die Fernsehleute den David Lynch dazu getrieben haben, immer wieder treiben, dass das Ganze dann irgendwann muss Sinn ergeben. Ich glaube, der David Lynch, also es ist schon möglich, dass er keine zweite Staffel hat wollen und also dazu gezwungen worden ist und darum hat er wollen, möglichst crazy ganz. Und die erste Staffel ist brillant, die zweite wird sehr absurd, so, also noch absurder als die erste eine Weg schon ist. Und dann noch eben noch der Film. Und das ist so. Es ist wirklich ein Trip. Und genau, es ist, ich finde auch, ich habe es nicht mal geschaut und das ist nicht so. Ich finde mega geil, habe ich es mal geschaut. Ich müsste jetzt nicht nochmal schauen, aber ich finde wirklich, es ist halt schon ein Erlebnis. Also ich kenne nichts Vergleichbares. Es ist weird as fuck, wirklich. Genau, und Twin Peaks. Ich meine, Lost ist dann wirklich irgendein Lost gewesen, was 100.000 Serien gemacht haben. Ja, ja. Die X-Files hat, ja, so. Darum habe ich sie nicht genommen. Und ich finde es wirklich immer noch. Jawohl. Die zweite. Next one. Als nächstes aus meiner Liste picke ich 24. Weil das ist so Anfangs 2000er, ist das rausgekommen, 2001. Und ist für mich auch eine absolute Offenbarung gewesen. Ist auch vom Genre her Action-Agenten-Thriller. Und ist für mich meiner Meinung nach, also nebst dem, dass ich es wirklich absolut gesuchtet habe und glaube die erste Reihe war, wo ich auch binged habe, weil ich habe damals müssen warten, bis es auf Deutsch in der DVD-Box rausgekommen ist. Und dann habe ich das in einem Tag durchgesuchtet. Oder vielleicht die zwei Stunden, die etwa 24 Stunden. Geht, es sind 24 Stunden. Es geht ja 24 Stunden. Hat halt die Landschaft wirklich recht aufgewirbelt. Einerseits mit dem Konzept, dass die ganze Serie in Echtzeit erzählt wird. Also wenn der Terrorist in dieser Serie sagt, in 15 Minuten lasse ich eine Bombe hochgehen, dann hast du auf die Uhr schauen, um 15 Minuten. Und dann hat man das Problem gelöst sein. Was unfassbar spannend, was einfach alles unfassbar viel spannender gemacht hat. Und andererseits ist damals auch in der Zeit hat Serien, ich sag mal Serien, wo eine Geschichte über eine ganze Staffel hinweg erzählt haben, sind noch nicht so populär gewesen. Dort in so 90er Jahren hast du halt viel Serien gehabt, wo zwar so, weißt du, X-Files-mäßig oder was weiß ich, wo zwar im roten Faden haben, aber jede Folge ist eigentlich immer für sich abgeschlossen, weil es ist Kabelfernsehen, es gibt kein Replay, es gibt kein Streaming. Wenn du mal eine Folge verpasst hast, dann ist es nicht so ein Drama gewesen. Die wichtigen Infos hast du immer dann nochmal erzählt bekommen von den Charakteren. Und 24 ist halt wirklich dort durch, wenn du eine Folge verpasst hast, hast du etwas verpasst. Du hast keine Folge dafür verpasst, du hast alles müssen schauen. Das war natürlich auch ein kleines Risiko gewesen, und, wo man dort bei Fox eingegangen ist und das hat sich voll ausgezahlt. Und etwas Drittes, was auch mit 24 ein bisschen Novum war, ist, dass mal anders, also dass ein Schauspieler mal nicht quasi seine Karriere in einer Serie angefangen hat und dann quasi berühmt worden ist und dann langsam so ins Kino, so eine Beförderung bekommen hat sozusagen und eine Kinorolle bekommen hat, sondern der Kiefer Sutherland, der Hauptdarsteller, der hat tatsächlich schon in den 90er Jahren und glaube sogar schon in den 80er Jahren sehr jung, eigentlich eine Kinokarriere gehabt. Er ist jetzt nicht kein Superstar gewesen, aber er ist auch kein Unbekannter gewesen. Er ist so einer gewesen von denen, das ist doch der von aus dem und dem Filmschauspieler. Und er hat eigentlich den umgekehrten Weg gemacht. Er ist vom Kino in die Serienlandschaft, eben zu 24 und ist dann dort berühmt worden. Und ist das wirklich der erste gewesen? Weil das gibt's ja jetzt mega viel so, weißt du? Es gibt viele Filme, wo du denkst, so hey, fuck, ja, der kommt aus dem Kino und macht jetzt eine Serie. Ja, und früher, das Mindset ist immer so gewesen, hey, nein, der hat jetzt, die Karriere ist am Ende. Der ist jetzt, der muss jetzt in eine Serie. Jetzt oder? Muss er fängen in eine Serie. Genau, oder? Oder du hast gerade, ein George Clooney ist mit Emergency Room berühmt worden und ist dann irgendwo in Kino gegangen, oder? Und der ist damals undenkbar gewesen, dass der George Clooney irgendwo wieder in einer Serie mitmacht. Das wäre ein Abstieg. Und vielleicht für den Kiefer Sutherland ist es in dem Moment auch so gewesen, eine Art Abstieg, so irgendwo meine Karriere retten. Aber 24 ist so derart populär geworden, dass später immer mehr und immer mehr, also heutzutage ist es fängt normal, dass du Hollywood-Schauspieler in Serien siehst. Und dass es kein Abstieg ist, sondern eigentlich schon fast ein Aufstieg. Oder so, wow, jetzt bist du auch in einer Serie drin, die geil ist und so. Und wo um dich es muss dann schon um dich herumgeschrieben sein und so, wenn du als Hollywood-Grösse eine Serie hast. Aber dann, wenn sie geil um dich herumgeschrieben ist, dann nachher ist es ein Aufstieg. Dann ist es ein totaler Aufstieg. Und es ist tatsächlich, ich kenne den Sutherland eben nur von 24. Ich habe das gar nicht gewusst, dass der. Ja, der hat aber nochmal, der hat schon vorher, wie heisst er zum Beispiel, irgendetwas mit Boys oder.
Der Vampirfilm zum Beispiel und so. Ja, der, aber der hat vieles gemacht. Ja. Also er ist kein Superstar vorher, aber es ist so eine, er ist einer gewesen, den man kennt hat aus Krimi. Ja. Wo man eben gesagt hat, ah, das ist doch der aus dem und dem Film und so. Und, ja, krass, oder? Ja. Eine Frage der Ehre zum Beispiel mit dem Tom Cruise und dem Jack Nicholson spielt er auch mit und so. Also ist eigentlich, den man kennt. Und bei 24 ist dann aber eben richtig durch. Und für mich ist das wirklich einfach so eine Serie gewesen, die habe ich geliebt und jede Staffel habe ich mich darauf gefreut und durchgesucht. Auch wenn es nach hinten durch dann nachher langsam repetitiv wurde ist und abgebaut völlig übertrieben, natürlich. Es ist immer auch dort absolut absurder und absurder wurde, aber geil. Ich habe die nie geschaut, weil irgendwie, ich habe nur was halt mitbekommst, oder, von außen und so. Und dort ist das einfach auch immer reingekommen. Das ist wie so ein Werbefilm für so Abu Ghraib. Also weißt du, irgendwie für die amerikanische Politik. Ja. Du musst einfach die Bösen, du musst einfach die Leute foltern und dann kommst du zum Ziel. Oder? Das war schon ein der Aufhänger gewesen. Also am ich meine nicht der Aufhänger. Ja, nein, aber hat immer doch irgendwie... Also es ist nachher auch mit dem ist man dann auch konfrontiert worden und sie haben dann auch angefangen, also der Jack Bauer singt dann auch. Also, Man hat dann auch angefangen deutlich machen, dass das dann doch nicht ganz so geil ist, weil die Kritik tatsächlich gekommen ist, dass er ständig einfach völlig Rampage da, also zweckheilig die Mittel umeinander ist. Genau, und das ist kann's so. Dann, hat man auch müssen mit dem ein bisschen konfrontieren und das ein bisschen wieder richtig stellen. Aber ich verstehe das mit dem ein Ding für irgendwie, das wo nach einer Homeland zum Beispiel irgendwie anders, also wo zwar auch ein Vorbild aus Israel hat und so, aber es ist so ein bisschen... Dort hat man dann nachher das wieder probiert, gerade zu biegen, oder? Und das ist von der gleichen Marke wie 24 Homeland. Ja, aber ich glaube, das mit dem Zeitding, das hat sicher spannend. Das ist unfassbar. 24. Heisst 24 Hours? Nein, 24. Ich habe gemeint, es ist immer noch das H drin. Also, das ist garantiert eine nervöse Serie, stelle ich mir vor. Yes! Dann die nächste. Der Witz ist, es geht gar nicht auf, weil Erfolg ist 50 Minuten und nicht 60. Ja, wegen der Werbung, wo wir damals nehmen, müssen ausstrahlen. Es ist alles. Es fehlen immer 10 Minuten pro Film. Du hast Werbung gehabt, aber die Geschichte läuft natürlich weiter. Das heisst, nach der Werbepause bist du halt 5 Minuten weiter gewesen. Oder? Dann hast du dann immer gesagt, hat noch 5 Leute umgebracht. Du bist auf die Schwitze gegangen in dieser Zeit. Oder so. Aber wirklich, er muss ja auch schiffen oder etwas. Ich habe mal letztens mit Kollegen gescherzt, so eigentlich, ich kenne den Jack Bauer kenne ich nur aus 7 Tagen von seinem Leben. Ja, das ist tatsächlich so eine Woche. Eine Woche aus seinem Leben ist eigentlich 7 Staffel oder so etwas. Also komm, dann meine dritte ist Band of Brothers. Das ist auch wieder so eine HBO-Serie, wo ich bin auch, als ich die Serie durchgeschaut habe, noch habe ich die gesehen und sage, ich habe die mehrmals gesehen oder irgendwie die hat mich... Die hat mich anders geflasht. Band of Brothers ist eine Serie um den Zweiten Weltkrieg, ich glaube auch 10 Folgen, und wo halt eben nicht mal Bataillon, ein kleiner, ich weiß es nicht. Kompanie, ich weiß. Kompanie, Kompanie. Bist du auch nie im Militär in dem Fall? Mal, du bist schon gewesen, stimmt. Ich weiß das nicht. Genau, Kompanie, darum habe ich gewusst, dass es nicht stimmt. Kompanie folgt von der Aushebung eigentlich, also beziehungsweise eigentlich ist die Aushebung, oder? Vor dem Training, ich glaube, die ersten 2 Folgen sind es noch zu Amerika, wie es dann wirklich landet und dann zerstreut und dann folgt die Serie halt einerseits einer Kompanie und dann zum Teil mal einer einzelnen Person, zum Beispiel der Medic, dann ist eine Folge wirklich einfach so einem Medic folgt, wo einfach, wenn die Amix muss durch das kriegsversehrte Wald überall Bomben haben und dann muss er irgendwie einem ein Morphium geben und das ist so, ich finde das jetzt so die Dramaturgie und das Gewicht von dem Krieg einfach so extrem gut eingefangen. Also irgendwie die Leute wachsen daran als Herz und irgendwie du fieberst wirklich so mit, dass sie den verdammten Krieg endlich gewinnen, weil einfach alles so verschissen ist und irgendwie weißt du, da hockst du draußen und freust dich irgendwie aber eine Konservendose Fleisch, weil einfach irgendwie sonst hat man wieder lange wieder nichts gehabt und dann sterben natürlich einfach auch viele, oder? Ist ja logisch. Und ich finde ja, das so dramatisch. Und natürlich auch die Action und so. Es ist einfach huer gut gefilmt mit. Also meine Saving Private Ryan ist ja dann so ein bisschen dem gleichen Ding. Ja, aber das ist eben der vorne. Es ist eigentlich Saving Private Ryan. Er hat einen mega Erfolg gehabt, der Zweite Weltkriegsfilm mit dem Tom Hanks. Oder vom. Der Saving Private Ryan ist mit dem Tom Hanks und Band of Brothers ist vom Tom Hanks, glaube ich, produziert. Aber ich finde das wirklich.
Aber ich finde, das ja, ist Saving Private Ryan ist für mich wirklich viel mehr so eine Kommerzversion. Also das ist so die Hollywood-Version. Und ich finde, die am Anfang und am Schluss reden die immer so die Veteranen, die wirklich dort waren. Weil es tut natürlich dann so ein bisschen vage, die porträtieren. Also die, du siehst dann, glaube ich, erst am Schluss von der 10. Folge, dann das war der, gewesen, das war der Winters und so. Und dann siehst du, aber es sind basiert auf echten Gegebenheiten, oder wie? Ja, das sicher. Ja, weil eben die Leute, die dort reden, das sind dann auch die. Aber eben, ich nehme an, die Geschichte wird dann natürlich so ein bisschen frei zusammendichtet sein. Also weißt du, garantiert mit echten Erlebnis, weil das ist ja einfach auch alles passiert. Und dort spielt übrigens der Ross von Friends, spielt dort wirklich auch eine gute Rolle. Ja. Der zeigt, dass er nicht noch David Schwimmer. Ja. So, was ist Drill Sergeant? Er spielt eine sehr geile Rolle. Wirklich, er ist am Anfang so der typische biedere Vorgesetzte bei ihnen bei der Aushebung. Und dann irgendwann später begegnet sie ihm wieder und dann sind sie seine Vorgesetzten. Und es ist echt unglaublich spannend. Wirklich. Und das ist die Erlösung, die du dort fühlst, wenn sie das endlich schaffen. Irgendwo hin. Und ich meine, es gibt ja dann auch noch die Pacific-Ding, wo du wirklich einfach nicht mehr. Jetzt kann man sich schenken. Aber Band of Brothers, das ist. Wirklich, das ist ich habe es tatsächlich nie Drama. Gesehen, aber ich weiß, dass es sehr geil ist. Ja. Es ist tatsächlich sehr geil. Wir haben das damals im Keller geschaut, in der WG, auf dem Beamer. Hey, wirklich einfach so laut im Fall, das ist fast zusammengefallen heute. Wir haben das so laut gelassen und wenn dann die Bomben runtergefallen sind. Wir haben wirklich Krieg im Keller gehabt. Das ist einfach schon geil. Es ist eben wirklich so. Es ist, wie du sagst, zuerst war ja Saving Private Ryan gewesen, und dann haben vom Steven Spielberg mit dem Tom Hanks in der Hauptrolle und dort gibt es eine kurze Szene, wo sie eben dem 101. der 101. Kompanie, wo es nachher in das Ried rum geht, begegnet auf dem Feld, wo die sich eigentlich quasi so verstecken. Und sie haben einfach dann gesagt, wir machen diese Ried jetzt eben um die Einheit herum. Aber das ist tatsächlich ein Spin-off. Ist eigentlich ein Spin-off von Saving Private Ryan. Der Tom Hanks hat sogar einen kurzen Cameo-Auftritt in der, also wirklich ganz, man sieht ihn irgendwo im Publikum stehen und bei der Aushebung oder keine Ahnung was. Er ist ein Produzent, Er ist Produzent, ich glaube, der Steven Spielberg auch. Also es ist eigentlich wirklich ein Spin-off vom Film. Und darum fühlt es sich auch so ähnlich an und vor allem von der Machart auch so episch, weil Saving Private Ryan kannst du sagen, was du willst, aber von der Machart her ist das ein absoluter wegweisender Film für die ganze Kriegs. Das hat nachher das ganze, absolut. Also dass Krieg wirklich so hässlich und grusig ist und einfach nicht nur brutal, sondern wirklich einfach nicht schön, das ist ja wirklich so. Ich glaube, vor Saving Private Ryan hat es gar keinen Film gegeben, wo das so 1-2 überbracht. Da gibt es schon 1-2. Ich bin mir also nicht sicher. Da gibt es natürlich viele, aber keinen ist aber Kassenschlager zu sein. Also, ja, klar gibt es schon, weißt du, keine Ahnung, Platoon und was weiß ich. Aber ja, irgendwie so, also wirklich so, der ganze Normandie, eigentlich der Part alleine ist irgendwie. Der Normandie-Part, das ist das, was erstmal so ein bisschen. Sonst sind die Antikriegsfilme sind ja meistens so irgendwie in Vietnam oder so und dort hast du die Hässlichkeit vom Krieg irgendwie so bei. Ja, also Mord von Unschuldigen. Genau, aber der Zweite Weltkrieg ist, ich glaube, nie so krass. Ich meine, die Anfangsszene, wo die Landung in der Normandie. Wo er seinen Arm aufnimmt. Ja, das ist schon tatsächlich. Wo er einsammelt, versucht, irgendwo einen auszulaufen. Das ist schon so. Der Zweite Weltkrieg ist nie so hart dargestellt worden. Aber ja. Also komm, Simon, deine Dritte. Ja, ihr wisst jetzt kommen bei mir im Fall, erschreckenderweise kommen jetzt zwei, nein, ist nicht erschreckend, das ist normal, das ist auch logisch. Die Lindenstraße, ist auch drin. Genau. Fast eine Familie. Nein. das nächste ist, und ich hab lang gehadert, welche das ich soll nehmen, aber es ist klar, es muss, Fleabag muss kommen. Ich habe es schon im Podcast 100 Mal gesagt, dass es muss kommen. Also, dass eine von der besten Serien war, die ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe. Und es ist zwischen Fleabag und auch May Destroy You die Wahl gewesen. Auch wenn das zwei sehr andere Serien sind, dann sind es doch von der Geschichte her ähnlich, was so von Frauen gemacht sind, die irgendwie so ein bisschen schon halb autobiografische Serien sind. Und dann habe ich mich für Fleabag entschieden und Phoebe Waller-Bridge ist halt einfach irgendwie, das ist so authentisch, so witzig, es geht um sie, wo strugglet im Leben. Sie hat irgendwie ein bisschen Mühe, im Leben klar zu kommen. Sie hat Probleme mit dem Mann. Sie hat ihre beste Freundin verloren. Und ihre Familie ist so unglaublich.
so unglaublich scheiße. Es ist einfach irgendwie. Und das Ganze, so dramatisch, dass es tönt, ist einfach eine Comedy-Serie, die so unglaublich knallher gut geschrieben ist, in zwei Staffeln, wo sie, obwohl sie gesagt hat, sie macht keine zweite Staffel, hat sie es dann gemacht. Und die zweite Staffel funktioniert tatsächlich, gleich gut wie die erste, also es ist sehr, sehr ebenbürtig. Und Phoebe Waller-Bridge ist halt mit, hat noch eine Killing Eve und so, wo jetzt noch läuft, was sehr gute Serie ist, gemacht und schreibt jetzt auch, ist auch als Consultant für den neuen James Bond reingenommen worden, weil die bei James Bond gesagt haben, wir haben zu wenig Frauen. Geht das auf? Und dann ist sie gekommen. Und darum, wir haben ja schon oft über den James Bond geredet, wieso dass er verschoben worden ist. Ein Grund ist, dass sie noch eine Date hat müssen consulten und der, quasi frauentauglich machen. Ich finde es einfach, ja, es ist eine perfekte Serie für mich. Ich glaube, das ist eine, die ich immer und immer wieder schauen kann, wo genau das richtige Maß an Drama, Comedy und aber auch sehr zeitgenössisch ist und so Diversity, wo man immer irgendwie predigt und sagt, hey, es braucht mehr Frauen da, es braucht mehr, was doch auch nicht, LGBTQI dort und so. Die macht es einfach so, also sie tut es einfach so, wie von der Schulter, weißt du, wie wenn du so wirklich Staub von der Schulter wischst. Das ist genau das, wie eine Serie 2021 Ziel hat. Und darum habe ich es reingenommen. Aber jetzt wirklich tatsächlich. Das ist nicht. Ja, mal tatsächlich. Weil es etwas vom Besten ist, was ich je gesehen habe. Ich bleibe dabei, cool. Ich habe es gesagt und ich bleibe dabei. Der Phil ist anderer Meinung, glaube ich. Nein, ich habe sie nie gefunden, gesehen. Du hast easy gefunden. Ich habe sie nie gesehen, ich gebe es zu. Du hast sie nie gesehen, Luca. Aber du hast easy gefunden, aber bist nicht so begeistert wie ich. Ja. Ah nein, ich hätte glaube noch weiter geschaut. Julia hat keinen Bock gehabt, zum Weiterschauen. Es ist noch lustig, dass Julia keinen Bock gehabt hat. Weil ich meine, meine Freundin, Johannes, die drei Touren ab dem, logisch. Gut, sie ist eine Theaterregisseurin und ist so mega mit dem Zeug konfrontiert, aber ich verstehe es auch auf eine Art, wenn man sie nicht... Es ist sehr weird halt und irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, es hat halt einfach meine, es sind Themen, ja, ich weiß, ja, vielleicht ist dann auch, bin ich dann in so einer urbanen, mit 30er Bubble rein, wo das mega anspricht, wo ihr eigentlich, also, aber ja, weißt du, also, wären wir ja auch. Wären ihr ja auch, eben, ja, das ist tatsächlich so, eben. Das ist so halt klein. Einfach der British Humor, der ist amigs. Und der British Humor ist halt etwas, wo mich mega anspricht, und das muss man schon gern haben, es ist sehr dark manchmal, es ist sehr explizit manchmal, aber auch, ja, darum. So, Luca, kommt jetzt mal etwas Star Wars? Im Fall, ich habe null Star Wars. Nein, der Mandalorian. Der Mandalorian. Nein, kommt nicht in meiner Top 5 vor. Es wäre für mich natürlich ein Honorable Mention, einer von diesen 100.000 Serien, die ich einfach liebe. Mir auch. Aber in meine Top 5, das ist wahrscheinlich schon bei mir ein bisschen mehr so älteres Zeug, auch, wo halt schon länger Zeit hatte zum Wirken. Mandalorian gibt es seit 2 Jahren und ich weiß noch nicht, wie ich seit 2 Jahren wird. Das geht Ihnen jetzt nicht an. Andere Serien, die ich halt einfach schon seit 10 Jahren irgendwie da sind, ich sie immer noch so liebe. Und darum habe ich eher die drin. Und eine davon, das ist für mich eigentlich mein All-Time-Favorite. Das ist für mich immer klar gewesen, David, ich tue sie jetzt als Dritte erwähnen, aber das ist eigentlich The Good Wife. Und ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt in diesem Podcast. Ja. The Good Wife, 7 Staffeln lang. Es gibt eine Spin-Off-Serie, die The Good Fight heisst. Und es ist eigentlich die Fortsetzung von The Good Wife. Ist vom Genre her eine Anwaltsserie. Und ich habe sie etwa schon 3-mal durchgeschaut. Und ich könnte es noch ein 4. Mal durchschauen. Ich liebe den Shit. Es ist immer noch hure gut und hure clever und lustig und intelligent und spannend und überhaupt, um was geht es. The Good Wife fängt eigentlich mit einem Skandal an. Der Peter Florick, gespielt von Chris Noth. Das ist, kennen die einen vielleicht von Sex and the City, der Mr. Big oder so, wie er heisst, der Freund von der Hauptdarstellerin. Der Peter Florick ist der oberste Staatsanwalt in Chicago und eigentlich eine extrem beliebte Figur, auch seine Familie und so. Sehr populär, aber dann kommt er plötzlich eines Tages im Verdacht von Korruption. Er hege angeblich Ermittlungen gehen lassen gegen Bezahlung und Gefälligkeit. Und eine von diesen Gefälligkeiten ist eine Affäre mit der Prostituierten. Und wo das alles ans Licht kommt, dann gibt's natürlich, wird das medial extrem ausgeschlachtet. Er kommt ins Gefängnis und seine Frau, die Hauptfigur von dieser Serie, Alicia Florrick,
steht plötzlich alleine da mit zwei Kindern und muss ein neues Leben anfangen, weil ihr Mann ist im Gefängnis. Und sie ist ein Ex, also sie ist früher eine Harvard-Jurastudentin gewesen und versucht darum, ihr Leben halt wieder als Anwältin anzufangen, halt ein bisschen late in the game, sie ist halt jetzt schon Hausfrau und alles. Bekommt dann aber gleich eine Stelle in einer der renommiertesten Anwaltskanzleien der Stadt über, weil dort der Namenspartner ist ihr Ex-Crush von eben diesen Studienzeiten. Und ja, so fängt dann eigentlich die Geschichte an. Also, sie fängt quasi ein bisschen an und über die 7 Staffeln hinweg entwickelt sie sich natürlich zu einer ziemlich toughe Anwältin. Und es ist auch wirklich entsprechend eine mega toughe Serie, finde ich. Die Macher haben auch gesagt, nach der 7. Staffel, wo es fertig war, wenn sie etwas könnten ändern an dieser Serie, wäre es der Name. Weil The Good Wife tönt wie so eine Desperate Housewife Zielpublikum oder Grey's Anatomy. Wenn ich das immer tatsächlich gehört habe, dass ich das nie geguckt habe. Ja, sie haben auch gesagt, es tönt eigentlich nach etwas anderem als Zielpublikum ist. Zielpublikum ist überhaupt nicht the Desperate Housewife, Sex in the City oder was weiß ich, sondern es ist wirklich für Mann und für Frauen. Es hat auf beiden Seiten für beide Geschlechter starke Figuren und es ist wirklich mega spannend. Jede Folge ist wieder ein anderer Fall. Also es wiederholt sich nie, es repetiert sich nie. Und es ist irgendwo entweder total skurril oder mega politisch und dann auch immer mega spannend und auch immer mega am Zeitgeist. Also ich habe diese Serie relativ spät entdeckt, aber wo Bitcoin noch gar nicht so ein Thema war, haben sie das schon als Thema gehabt, dass da irgendwie der angebliche Bitcoin-Erfinder eventuell da sich verstecken muss vor dem Dings. Und ja, die ganze Geschichte und später in The Good Fight, das ist jetzt die Spin-off-Serie, die immer noch läuft. Es läuft übrigens alles auf Amazon Prime bei dieser Staffeln. Die ist extrem politisch, auch gerade mit dem ganzen Trump und so und wo damals aktuell war. Ist auf alle Fälle eine Serie, die ich allen empfehlen kann. Vor allem, gerade wenn du sagst, ich suche eine Serie, die ich mit meiner Freundin zusammen kann schauen, ist The Good Fight, The Good Wife, perfekt. Ist wirklich die perfekte Serie. Nice, das tue ich mir auf die Liste. Also wirklich unbedingt. Sie ist auch wieder so eine Serie, die von ihren Figuren lebt, wo dir ans Herz wachsen. Das ist auch immer wieder lustig. Du hast immer wieder ein bisschen die gleichen Anwälte auch auf der Gegenseite mit ihren Marotten. Du hast den Michael J. Fox, wo eigentlich ein bisschen sich selber spielt zwischendurch mal. Also er ist kein Hauptcharakter, aber kommt immer wieder mal ein paar Folgen vor. Und er spielt dort einen Anwalt, wo eben Tourette hat oder so etwas, wo eigentlich das, was er hat. Und er nutzt das natürlich schamlos aus, zum Mitleid erregen bei der Jury und so. Und hinterher ist aber ein richtiger Drecksiecher, Arschloch und Zeugs. Ja. Aber irgendwie dann gleich wieder sympathisch. Und eben, er ist wirklich eine hammergeile Serie. Das ist für mich mein All-Time-Favorite. Ich habe sie schon 3-mal durchgesucht und ich würde es auch noch das 4. Mal durchgesucht. Kein Problem. Ich habe nur mal die ersten paar Folgen geschaut und ich bin da nicht so reingekommen, aber das ist halt einfach eine von diesen, so die Dramas, finde ich, sind immer ein bisschen, der Einstieg finde ich immer harzig bis jetzt. Also entweder bist du voll der Typ für die sowieso, aber ich brauche immer so ein bisschen, ich brauche immer den Anlauf. Mhm. Und wenn du drin bist, dann bist du voll drin. Ja, ja. Ja, klar, ich weiß, das ist bei Succession bei mir zum Beispiel. Also ich weiß, dass das eine hure geile Serie ist. Es wäre genau mein Ding. Also eine Familie, wo irgendwie muss ein Medienkonzern irgendwie den Nachfolger übergeben, also in Familie intern. Die ersten 3 Folgen hure geil, aber nie fertig geschaut. Aber also ich weiß genau, was Mensch will. Das ist genau das so ein bisschen, immer ein bisschen schwierig. Aber wenn du dann drin bist, dann nachher nimmst du den Arm so rein, dass du nachher voll. Jetzt bin ich da gerade noch am Unter Druck. Kannst du gerade bleiben, wenn ich noch etwas umstellen muss? Nein, wirklich. Du hast noch 2 jetzt, ich oder? Ich auch im Fall, viel. Ich auch. Ich muss auch noch etwas umstellen. Ich muss schon bei dem. Ich muss beim Sandra ist wie cooler, aber ich bringe jetzt da doch noch eine Kommerzwahl. Aber ich habe den King of Queens hineingenommen. Mein Abtausch wäre My Name is Earl gewesen, wo auch grossartig ist. Aber schlussendlich King of Queens habe ich irgendwie, das kann ich nicht mehr zählen, wie viele Mal ich jede Folge gesehen habe. Wirklich so 10-mal im Schnitt, das habe ich sicher jede Folge gesehen. Ich habe dort den DVD-Truck gekauft. Wirklich so sein Büsschen, das Karton, hinten kannst du aufklappen und DVDs rausnehmen. Und das ist irgendwie, ich bin ziemlich sicher, die hat so Konservenlacher. Ich kann es noch vorher schon drin schauen, aber die hat sie garantiert. 100 Pro. Aber ich habe die wirklich, das ist für mich auch so ein bisschen stellvertretend für, ich bin halt Sitcom, schaue ich eigentlich schon fast am liebsten, weil ich habe es also gerne lustig. Und irgendwie eben so der 70s Show und all das Zeugs und oder Scrubs und der Shit, aber dann ist das irgendwie da doch irgendwann am besten passt hätte. Ich finde, dass er dann halt
so sympathische Figuren. Und logisch, wenn du es jetzt nachträglich anschaust, oder, das ist auch nicht immer alles sicher super gealtert, oder? Mit, das ist aber, tatsächlich, aber, ja, das ist halt immer bei also denen. Das, ich habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe es jetzt wirklich schon lange nicht gesehen. Also, aber ich meine, Look, Friends, zu Friends ist zum Beispiel, das finde ich das Krasse bei so einer Sitcoms. Seinfeld ist im Vergleich zum Friends zum Beispiel viel besser gealtert, obwohl es vorne war. Friends ist so schlecht gealtert zum Beispiel. Und King of Queens. Aber das findest du im Fall jetzt im Fall. Aber das, ja, ich meine, ich glaube, diese Sachen sind dort nicht politisch korrekt. Ich finde das immer noch lustig. Aber es ist gleich. Nein. Es, tatsächlich das auch, ja. Aber auch ganz vom Humor. Humor her, also das kann ich wohl immer noch, Friends kann ich auch immer noch schauen. Ja, nein, man kann es noch schauen, aber ich finde tatsächlich, und verreckt ist das eigentlich dann, How I Met Your Mother am schlechtesten gealtert ist von dem das ist wirklich, das kann man nicht mehr, das kannst du nicht mehr schauen. Das ist wirklich an Sexismus nichts zu überbieten, oder? Es ist einfach auch nicht so lustig. Es ist einfach aber nie eben, lustig gewesen. Ich habe das nie geschaut. Aber ist ja gleich. Aber King of Queens, aber King of Queens ist ein bisschen das Ding. Ich finde es ja neun, ich glaube etwa 9 Staffeln. Ich finde, das ist auch etwas, das ist zu lang. Ich finde die letzte immer mit 24 Folgen sicher. Pro Staffel, oder? Ja. Etwa. Wahrscheinlich der Classic amerikanisch Staffelaufbau, ja. Ich glaube, die letzten 2 habe ich nicht mehr so gut gefunden. Weil dann sind sie sich nur noch am Ankäfeln und so. Aber die ersten, die sind... Das ist so eine unglaubliche, die hat so viel Herz, die Serie. Also die Figuren sind einfach so sympathisch und es hat so viel Kultserie. Das ist so ähnlich wie Simpsons irgendwie. Ich genau, ich kann es gerade sagen, es ist mega Simpsons-Formel. Es ist Marge und Homer und jetzt ist halt einfach dort, ist, ich weiß nicht, wie er heisst, wie die beiden. Ich und nicht. Der Arthur, der im Keller lebt und, Harry, und verschiedene Geschichten. Und der Douglas. Weißt du, irgendwie die das Trio Infernale heisst ja auf Deutsch die eine Folge, wo sie der Deacon heisst er, glaube ich, mit seinem Baby, den, oder nicht Deacon. Also, das ist, meinst du den Kollegen, oder welche? Ja, der Schwarz. Das könnte sein, Eben der Doug und der Arthur zusammen ziehen sie durch die Strasse und machen einfach irgendwie Scheissdreck. Oder an dem, weißt du, die eine Folge, wo sie irgendwie sie gönnen, sie haben gewettet im Boxen, wollen sie aber ihren Frauen nicht sagen, weil sie genau wissen, dann müssen sie irgendeine Waschmaschine kaufen, irgendeinen Schimpf. Und jetzt finden sie einfach, nein, der Tag ist mehr. Und dann gehen sie einfach heimlich, müssen sie einen Tag all ihr Geld verbrassen. Das ist so gut. Und das ist so völlig gut. Absurd. das ist schon sehr und gut. Und das ist wirklich, das habe ich so viel mal schauen und dann muss ich sagen, das spricht dann einfach auf Qualität und ich bin überzeugt, ich könnte, wenn das würde laufen, ich könnte die Folgen immer noch schauen. Mhm. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist jetzt relativ gut gealtert, weil es ist ja sehr selten irgendwie politisch und ich meine, schlussendlich ist halt eher halt der Dick oder der Gross, ja, es ist tatsächlich so, dass das nicht, das ist, ja, das stimmt. Es ist wahrscheinlich schon gut gealtert. Ja, die Folgen, wirklich. Oder sie, wo irgendwie begrapscht wird von dem einen Kind, wo sie muss aufpassen, ihre Anwaltskanzlei und so, wo aber irgendwie ein Chef ist. Und dann, Schluss ist sie dann aber enttäuscht, wo er irgendwie bei einer anderen dann aufpasst, wo einfach nur größere Brüste hat. Wie sie sagt, die sind aber fake. das ist wirklich. Das ist King of Queens, nein, finde ich. Das ist das kann ich nicht die zwei. Ich komme wieder Arzi-Farzi hinführen. Nein, das stimmt zwar nicht. Aber ich habe etwas von Armando Iannucci müssen hinnehmen. Und wenn ich, also das ist der Vibe gemacht hat, dann habe ich auch schon darüber geredet. Einmal ein Partridge, wo eine von meinen, also das ist wirklich einmal ein Partridge, ist tatsächlich. Die kenne ich jede Folge so gut auswendig, dass ich fast jeden Spruch kenne mit dem Steve Coogan. Aber ich habe tatsächlich einmal Alan Partridge nicht reingenommen, sondern ich habe The Thick of It reingenommen von Armando Iannucci. Da geht es um die britische Regierung, ist eigentlich der Vorgänger von Veep, einfach wieder in einer UK-Version und viel tiefer und viel politischer und viel abgefahren, wenn man aus der Schweiz kommt, dann kann man sich das gar nicht so richtig vorstellen, dass das dort natürlich funktioniert, weil wenn der Regierung am Werk ist, dann tun sie die Minister stellen, oder? Wir wählen die Bundesräte, aber dort stellst du die Minister und es fängt an mit dem einen Minister, wo direkt gekündigt wird und zwar vom PR-Beauftragten, vom sogenannten Malcolm Tucker, wo ein wirklich ein fluchender Schott ist und eigentlich die ganze Serie
vor allem dreht. Und es ist einfach so hinter der Kulisse von einer Regierung, wie unfähig die sind. Und eigentlich der fluchendste und gröbste Sieg, alle haben Angst vor dem PR-Berater dort oder vor dem PR-Chef. Und die ganzen Minister sind eigentlich komplett unfähig. Hat dann noch einen Film gegeben, wo der Malcolm Tucker auch mitspielt, aber das ist in ich würde jetzt mal sagen, so ein Paralleluniversum, wo In the Loop heisst. Und es ist einfach, die Serie habe ich reingenommen, weil es einfach sehr intelligent geschrieben ist. Die haben tatsächlich zwei Writers angestellt, die nur Flüch Malcolm Tucker ins Wort reingelegt haben. Und es ist einfach etwas, wo ist schwierig zu schauen, weil man halt politisch nicht so draus kommt dort. Also es ist tatsächlich, ich habe die Serie etwa dreimal geschaut. Und immer wieder neu müssen anfangen, reinkommen. Und, aber bin dann schon reinkommen. Und das Krasse ist, es ist vor dem Brexit spielt alles. Und dann habe ich gedacht, yes, jetzt ist Brexit, jetzt muss doch der Manu Iannucci nochmal Erfolg. Weil es ist alles sehr so authentisch auf die britische Regierung, die dazumals dann halt in der 2010 oder so, wo spielt, am Werk war. Und ich dachte, jetzt, der Mann, Iannucci muss jetzt das wirklich nachlegen und so. Jetzt hat er wirklich Futter, um da nochmal eine Folge oder eine Serie schreiben. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Es geht gar nicht, es ist so eine Comedy mit dem Brexit. Das kann ich nicht besser schreiben. Ich mache jetzt keine Staffel mehr, oder? Weil es wirkt im Nachhinein, eben fast nicht als Comedy, sondern so realistisch. Aber damals, wo er es gemacht hat, ist es wirklich eine Comedy gewesen. Also tatsächlich, ich habe auch schon wieder darüber geredet, auch schon mal, glaube ich, in dem Podcast. Aber The Thick of It ist ein Perle, wo man nicht kennt, wo man tatsächlich ein bisschen muss suchen und abladen oder sich auf DVD kaufen. Ich habe die ganze Box da. Aber das ist, darum habe ich sie nicht genommen. Eine von diesen Top 5, das ist... perfekt. Und wer den Armando Iannucci nicht kennt, unbedingt auch ihn mal go googlen. The Death of Stalin ist zum Beispiel auch ein Film, den er gemacht hat. Oder Personal History of David Copperfield. Habe ich gar nicht gewusst, dass der das gemacht hat. Aber den müsste ich eigentlich auch mal schauen. Okay, das ist ja auch, den kennt man, oder? Das ist einer von den Größeren. Copperfield, ja. Genau. Also nicht der David Copperfield, der Magier, sondern der David Copperfield aus den Büchern von wem ist? Ich weiß gar nicht. David Copperfield ist doch von. Du weißt es, oder? Wo der Christmas Story und so gemacht hat. So in den 18. Jahrhundert. Charles Dickens, genau. Voilà. Okay. Also, Luca? Ja. Kannst du das toppen? Kann ich das toppen? Ich weiß es nicht. Der ist mir jetzt noch schnell reingerutscht. Ich habe einen anderen dafür gekillt, aber da ist mir plötzlich eingefallen, fuck, da gibt es ja auch noch. Und zwar Peaky Blinders. Viel britisch sind wir da. Peaky Blinders läuft seit 2013. Ich habe es erst während dem Lockdown entdeckt. Ich habe vorher gerade noch gesagt, eigentlich wollte ich keine Serie reinnehmen, wo ich noch nie so lange kenne, weil ich wollte schauen, wie die wirkt auf mich in 10 Jahren. Oder so. Aber Peaky Blinders habe ich jetzt gleich mal so einen Ausnahme machen. Hey, aber kann ich noch ganz kurz so reinbrechen? Ja, ich nehme schon den Eindruck, die Qualität von Serien ist grundsätzlich schon gestiegen. Ja. Absolut, also, weißt, aber das ist, glaub, Sopranos habe ich jetzt nicht reingenommen, aber das ist nach Sopranos, ab Sopranos ist die Qualität von Serien gestiegen, habe ich das Gefühl. Ja, ja, also vor allem, also okay. wenn nicht inhaltlich, dann wenigstens Produktionsqualität. Halt Produktionsqualität ist massiv gestiegen. Massiv. Also Peaky Blinders. Peaky Blinders. Läuft seit 2013, spielt im Birmingham von der Revolution, also von der industriellen Revolution und zeigt eigentlich den Thomas Shelby, gespielt vom, ich weiß nicht mehr, wie man den Namen ausspricht, Cillian Murphy. Ein kleiner, eigentlich am Anfang von der Serie, noch ein kleiner Gangster in Birmingham und je länger, je mehr baut er immer mehr sein Imperium, sein Gangster-Imperium mit seinen zwei Brüdern auf und ich finde einfach, es ist, wie ich vorher gesagt habe, Schauspieler in dieser Serie, also da ist ein Hammer nach dem anderen drin. Du hast eben den Cillian Murphy, du hast den Tom Hardy, der dort mitspielt, den Adrian Gillen, also der Littlefinger von Game of Thrones, Helen McCrory natürlich, der Sam Neill am Anfang als Bösewicht, der Adrian Brody, also das ist krass, das ist krass. Ein riesiger Cast, aber auch ein Teil von dem ist nur wegen Peaky Blinders dann bekannt worden, oder?
Nein, ich würde sagen, nein. Es sind eigentlich alles Schauspieler, die man schon vorher erkannt hat und die schon vorher Oscars gewonnen haben. Und ja, halt nein, ja, ich meine nicht die, aber es gibt... Andere ja. Vielleicht, noch andere, die ich jetzt nicht erwähnt habe. Aber also, das sind so die... Ja, also Tom Hardy. Tom Hardy. Ist Tom Hardy. Der Tom Hardy. Hast du vor, was ist... 2013. Du hast gerade gesagt... 2013. Das war jetzt also noch kein grosser Begriff gewesen. Das kann sein. Eben, wie gesagt, ich habe den Film, ich habe sie halt erst im Lockdown entdeckt. Für mich ist er natürlich schon ein Household Name gewesen. Ja, das sicher. 2013, wann ist dein Batman-Film rausgekommen? Oder was noch nicht? Anyway, also auf jeden Fall, Produktionswert auch da wieder massiv, das ganze Setting. Auch wenn es keine, du siehst nicht irgendwie eine grosse Massenaufnahme oder eine mega Luftaufnahme, so à la Game of Thrones, aber die Sets, die drin sind, sind unfassbar liebevoll detailliert. Auch Kostüme und überhaupt die ganze Sprache, das ist eine Serie, die musst im O-Ton schauen, dass es das ist klar, also, aber dass man das überhaupt ins Deutsche irgendwie synchronisiert, das gehört eigentlich verboten. Ist eigentlich, ist wissen, eigentlich das, oder? Nein. Also wirklich. Ja, ist ich wirklich so. Hallo, ist wirklich so. Ich bin da. Nein, Ist wirklich so. Es ist wirklich ein Crime, weil es lebt unfassbar fest von dieser ganzen Atmosphäre. Und da gehört halt einfach die Sprache mit dem Birmingham-Akzent, wo irgendwie jedes Tee geschluckt wird. Irgendwie so, what's the weather like? Oder so. Weather. Und so weiter. Es ist einfach, und von der Story her, ich glaube, die dritte Staffel ist die einzige, wo für mich ein bisschen hängen war. Das ist die mit der russischen Zarenfamilie, wo sich versteckt verstecken. Ja, die war ein bisschen hänger, aber sonst, ich habe jede Staffel extrem spannend gefunden und extrem die Macher oder der Macher von Peaky Blinders hat ja gesagt, er basiert die Geschichte auf eigentlich das, was ihm sein Grossvater erzählt hat, wo er damals in Birmingham war und es eben die Gangsterfamilie gegeben hat, wo, ich weiß nicht, ob die auch Shelby geheißen hat, aber er hat auch erzählt von jungen Leuten, die immer so gut angekleidet sind, aber sehr brutal sind dadurch. Und eigentlich basiert das alles ein bisschen so auf Erlebnisberichten. Und das merkt man auch in dieser Serie, sie ist extrem authentisch gemacht. Und du hast eigentlich das Gefühl, es ist wie eine wahre Geschichte. Ich habe mega oft das Gefühl gehabt, das ist wirklich so passiert. Und dann erst im Nachhinein checkt, dass irgendwie die Hälfte, die mindestens fiktiv ist, aber es ist wirklich authentisch gemacht. Ja, das ist für mich ein absoluter Burner. Peaky Blinders. Peaky. Fünf Staffeln gibt es, die sechste soll im Frühjahr 2022. Ah, es gibt sogar wieder ein. Ja, krass. Muss wirklich mal anfangen. Also, dann die letzte, unsere letzte. Ich habe Bojack Horseman. Ganz geil. Dass du Bojack Horseman reinnimmst, ganz geil. Ich finde es so gut. Ich finde das irgendwie, die ist wirklich, ich finde Animationssachen eh geil, aber ich finde, das ist auch etwas. Ich kenne einfach nichts anderes. Es gibt immer alles schon. Aber ich habe, glaube ich, nie so etwas gesehen, wo so der Spagat schlägt zwischen dir irgendwie so ein bisschen. Weißt du, du schaust und findest, ja, das ist so ein bisschen lustig, aber so ein bisschen Futurama-mäßig irgendwie. Es gibt halt Menschen und Tiere und das spielt ja alles in Hollywood. So und es wirkt auf den ersten Blick so. Er ist wie so ein Spondo zum Al Bundy, oder? So oder Ed O'Neill. Er ist so der abgehalfterte Serienheld, der halt eben wirklich ein Sitcom gehabt, wie eine schrecklich nette Familie. Und jetzt lebt er immer noch von diesem Raum, hofft immer, dass ihn jeder erkennt. Und dann über die 5 Staffeln kommt eigentlich immer mehr von der Tragik irgendwie zum Vorschein von ihm. Oder? Sein ganzes Leben, er ist ein Alkoholiker und Drogen. Und also gut, das Leute, ist also mit also ein absoluter, wirklich, Und das Geile ist wirklich, er ist auch nicht... Also schlussendlich kann ich dann gleich immer sympathisiert mit ihm, aber ich finde, er ist doch irgendwie ganz klar einfach auch ein Arsch. Und es wird mega gut einfach gezeigt. Also da ist irgendwie wirklich, es geht eine düstere Ecke, oder? Und eben dann die Mischung zwischen lustigen Jokes wieder und dann wirklich einfach in der Folge, die einfach nur traurig sind und dann ist es fertig und findest so, oh shit, normalerweise kommt am Schluss immer noch ein Joke, oder? Und dann ist aber echt die Folge fertig und dann musst du einfach zuerst mal schlucken, oder? Und dann auch die anderen Figuren, so sein Kollege, der einfach so ein bisschen merkt, dass er eigentlich asexuell ist und dort dann auch irgendwie eine völlig interessante neue Geschichte erzählt, oder?
Ich kenne nie einen Namen von irgendjemandem. seine, die Katze, die Agentin ist von den Hollywood-Stars und eben auch seine Agentin. Ah, ja, das ist ganz gut, das ist so und gut. Die hat auch irgendwie einen ganz so einen geilen Arc, die wo sie durchlebt mit irgendwie dem Adoptivkind. Und die, wo Diane ist, das ist die Journalistin, die über ihn will. Diane ist Journalistin, ja, die auch genau. Über ihn schreibt die ganze Zeit, aber auch immer am huren strugglen ist und so. Und Will Arnett, wo der BoJack Horseman voiced, ist natürlich einfach auch eine riesen Nummer. Das ist so ein geiler Sieg. Und der hat ja die geilste Stimme, was überhaupt hat. So eine Tiefe, der kann einfach, wenn er. Und das ist, es ist so gut gemacht. Ja. Und ich glaube, er ist aber auch involviert in, oder? Ja, er ist Produzent von der ganzen Serie. Okay. Ist mega geil. Die ist sehr geil. Unglaublich genial. Es ist so vielschichtig. Genau, witzig, tragisch. Es ist so genau das, was ich an Fleabag so mag. Mach das in einem Ami-Way. So. Sensationelle Intro-Sound. Und Outro. Und Outro. Und es ist aber animiert und er ist ein Ross. Einfach so, er ist ein Ross. In einer Menschenwelt. Aber es sind immer wieder so Tiere, die dann, manchmal hat es Tiere, denen du genau denkst, ja, genau das ist jetzt. Genau. Shit, wo er einmal bei dem, wo er so einen neuen Agent hat. Und was ist der schon? Ich weiss nicht, was für ein Tier, aber das ist ja so lustig. Das ist wirklich so ein Dude, so ein Boot, wo weißt, ja, komm, das ist jetzt wirklich so eine zweite Garde, die du jetzt da trabst. Aber das ist das Geile vom Ei verspricht. Das ist, glaube ich, nicht. Ich weiss nicht, was für ein Tier das ist. Aber sehr, sehr, sehr lustig. Ja. Also, was ist deine? Ja, ich bin auch tatsächlich animierte Serie Neon Genesis Evangelion. Wir müssen ein bisschen ins Anime reinkommen für einen. wenn man es gehört hat, und darum habe ich es reingenommen, weil ich es so geil finde, es ist ein Mecha-Anime, also mit so grossen Robotern, die einander bekämpfen, oder etwas Böses müssen bekämpfen. Aber das Geile ist, es geht gar nicht eigentlich um die Roboter, sondern um die Roboter steuern. Und das sind dann Kinder, die man möglichst früh muss pflücken muss, damit die das nachher irgendwie können, damit die Roboter im Griff haben und so. Weil das verschließt sie eigentlich quasi, weil das ist, du musst dann so wie eins werden mit dem Roboter und es geht eigentlich mehr um die Geschichte von denen. Und es ist unglaublich geiles Coming-of-Age-Drama, wo im Kleid von so einer Roboter-Action-Serie, wo aber so hure deep ist, das habe ich irgendwie noch nie gesehen, weil du, wenn du so Anime schaust, logischerweise japanisch, wenn du Anime schaust, dann hast du immer so das Gefühl, ja, es ist alles gesetzt, ja, es ist entweder mega happy und witzig oder es ist irgendwie völlig überspitzt Drama und es hat irgendwie nicht so, man gibt dann wie so dem Anime nicht das, was es eigentlich wirklich ist, nämlich unglaublich viel schichtiger produzierte oder geschriebene Stories als das je zum Beispiel bei den Amis kann der Fall sein. Eigentlich sind die Amis die dann noch so ein bisschen mehr flache Sachen und es muss alles gefallen schreiben. Und die Japaner, weil sie so viel produzieren, gibt es neben Amis so die Breakout Sachen wie Neon Genesis Evangelion, wo tatsächlich einfach, es ist unglaublich. Ich finde es wirklich so krass, immer wenn ich daran denke, kommt, ist auf Netflix raus, dann habe ich es nochmal gesucht und habe jetzt schon wieder so Bock, das wieder anzufangen. Weil es geht eben um den Typ, der halt dann nachher mit der einen, muss in eine WG, wo auch so einen Roboter steuert und das tönt eigentlich so, wenn es jetzt eine Ami-Serie wäre, dann würden die sich wahrscheinlich irgendwie ineinander verlieben und irgendwie sie würden mega helfen und es wäre so empowering women shit und das ist eben genau das Gegenteil. Es ist überhaupt nicht das Gegenteil, sondern sie ist mega am strugglen, ist aber natürlich die Roboter-Pilotin dort, aber hat so Mühe und er will aber unbedingt den Roboter-Pilot. Es ist so gut gemacht. Ich kann es nicht in Wort fassen, sorry. Aber ja, ich weiß nicht. Das ist auch so eine coole Serie. Absolut. Ich kann aber nur Film.
ein oder zwei gesehen und habe nachher... Ja, es gibt noch etwas nachher, ich weiss nicht, ich habe mal Serie... Oder genau, ich habe dann auch irgendwie... Weil die einen, die haben mich weggeblasen und dann habe ich auch irgendwie mehr gesucht, aber die haben nur irgendwie so Zeugs gefunden, wo überhaupt nicht im gleichen Stil war und irgendwann habe ich dann... Nein, es gibt auch gar nicht so viele Folgen von dem. Es sind, glaube ich, irgendwie... Also weißt du, für Anime-Verhältnisse sind, glaube ich, irgendwie unter 50 Folgen. Ja, oder sogar nur 26, genau. Also... Und es ist also sehr überschaubar. Weil sonst kannst du Anime ja eigentlich nicht schauen. Wenn du irgendwie jetzt willst, anfangen One Punch Man oder so schauen, dann musst du einfach irgendwie, bist du tot, bist du alt gesehen. Und darum ist es eben auch so geil. Und Hideo Akiyano hat dann nachher übrigens auch den besten Godzilla, den ich schon wieder muss erwähnen. Ich sage es immer wieder. Shin Gojira hat er gemacht. Das ist der beste Godzilla-Film, den es gibt. Weil es eben nicht um den Godzilla geht, sondern auch um die Regierung, die fehlt. Und das ist genau das Gleiche. Er hat schon ein bisschen das gleiche Muster, aber das ist tatsächlich etwas am besten, was ich je gesehen habe. Also Neon Genesis Evangelion. Gibt es auch gerade eine Frage? Wo läuft der? Auf Netflix ist es eben cool und darum bin ich so letzten Sommer ist es rausgekommen. Ich war so pumped, dass es endlich kommt. Also vorhin erst mal ein Abel. Okay. Also komm, Luca, der krönende Abschluss. Ich werde mich hassen, glaube ich, wenn ich es erwähne. Es ist nicht Game of Thrones. Lindenstraße. Es ist nicht Game of Thrones, obwohl der ganz nah in meiner Top 5 war, für mich. Aber es ist, glaube ich, schlimmer für euch. Darum, ich sage es einfach. Lost. Ah, ja, ich habe es schon erwähnt. Das ist eben so, habe ich gefunden. Ich cheate, weil ich Lost schon lange nicht schmuggle mit Twin Peaks. Schon geil. Ich hasse dich nicht. Es ist mittel. I know. Look, es ist für mich eigentlich so gerade im Anschluss an 24 gekommen. Das ist genau in dieser Zeit gewesen, wo auch die Serien eben langsam sind immer populärer geworden und immer mehr in der Produktionsqualität und halt immer mehr Serien, die eben anfangen, eine Geschichte über eine ganze Staffel zu erzählen und nicht jede Folge ist eine abgeschlossene Geschichte. Und in Lost hast du ja auch da die, ich weiß nicht, wie viele es sind, ob es 15 oder 20 Menschen sind oder sogar noch mehr, wo auf dem Flugzeug sind und dann eben abstürzen auf dieser mysteriösen Insel, wo seltsame Sachen vor sich gehen, Naturphänomene, Monster und so weiter. Und die sie müssen irgendeinen Weg finden. Ja, genau. Und sie müssen irgendeinen Weg. Oh, plötzlich hat es einen Eisbär irgendwo dort. Und sie sind ja irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo das. Also, gedreht haben sie in Hawaii. Aber ich weiß gar nicht, ob das dort in dieser Region spielt. Es ist schon so Pazifik, aber es ist undisclosed. Ich habe einen fucking Bunker in der ersten Staffel oder in der ersten zwei Staffeln. Das ist so geil gewesen, wirklich. Fucking hell, Mann. Also, was wirklich für mich diese Serie so speziell gemacht hat, ist quasi das non-lineare Geschichten erzählen. Du hast etwa 10 Hauptcharaktere in all diesen Leuten rundherum. Und am Anfang sind die extrem klischiert. Du hast wirklich so den Arzt, du hast den Dummy, du hast den Fetti, den Macho, das Model. Ja. Also, du hast wirklich alle könntest in so einer Schublade tun und du hast das Gefühl, es ist so eine hure Seichte. Aber jede Folge ist immer ein Hauptcharakter im Fokus und wird immer erzählt mit Rückblenden aus seinem vorhergehenden Leben, quasi bis zum Moment, wo sie im Flugzeug eingestiegen sind. Und jeder Charakter hat nach seiner Episode unfassbar viel Tiefe plötzlich gehabt. Ja. Und selbst der strenge japanische Ehemann, der seine Frau unterdrückt und so eigentlich richtig Hass ist. Das ist so eine Geschichte, eine Hintergrundgeschichte, wo du denkst, eigentlich mag ich auch den. Und es ist wirklich, die Charaktere habe ich dadurch so schnell einen nach dem anderen ins Herz geschlossen und ich bin so invested gewesen, wie es weitergeht. Und eben, wie du sagst, nachher auf der Insel passieren Sachen, die Luke, der Bunker. Also am Anfang habe ich das Gefühl, es ist einfach eine Survival-Story und plötzlich kommt noch Mystery drin, also wirklich so Mystery-Element drin und ein bisschen Übernatürliches. Und in meinem Kopf hat es so gemacht und ja, es stimmt. Gegen Ende hin, es wird immer wirr. Also du hast wirklich so das Konzept von der Mystery Box. Also du weißt nicht, um was es geht. Du weißt nicht, auf was es hinausläuft. Und Serienmacher haben das, glaube ich, auch nicht gewusst. Die haben nämlich, glaube ich, einfach eine geile Idee gehabt. Ja, das merkt man eben. Und darum habe ich bei den letzten zwei Staffeln einfach nicht mehr weitergeschaut, weil ich gemerkt habe, es wird so viel wirrer. Es sind so viele Kapitel aufgetan worden, wo sie nicht mehr abschliessen können. Und dann nachher merkst du in der nächsten Staffel, machen sie noch mehr Sachen auf. Und dort hat es mir angefangen anschiessen. Ich glaube, der
fünften Staffel oder so. Aber ich habe so durchgesucht. Ich weiss nicht, während dem Studium, ich habe oben am Ex Libris gewohnt und ich bin tatsächlich dann einfach nicht mehr studieren und habe einfach in einer Woche mit meinem, ich habe ja eigentlich keinen Stutz gehabt, aber trotzdem irgendwie noch das letzte Ding zusammengekratzt, um die 30 Stutz DVD-Box noch im Ex Libris unten rein noch mal zu kaufen und einfach durchbingen. Das ist ja, du hast so wirklich die geile, die haben durch wirklich die Macher haben eine verdammt geile Idee gehabt und dann aber nicht gewusst, wie sie zu Ende bringen und sie haben sich in Ecken hineingeschrieben, wo es irgendwie fast nicht mehr hast können richtig rauskommen und an dem ist nachher vielleicht das Ganze ein bisschen gescheitert, aber irgendwie, wie es halt so, wie es halt auch in einer schlechten Beziehung ist oder so, das Ende blendest du irgendwie aus und du hast nur die schönen Momente drin und für mich ist Lost halt einfach wirklich auch so eine Serie gewesen mit so geil. Ist übrigens auch ein bisschen so Durchbruchserie von J.J. Abrams gewesen, der hat ja, zwar vorher mit Alias schon mal für Furore gesorgt, aber nachher eigentlich Lost ist so sein Durchbruch in Hollywood gewesen, nachher sind all seine Hollywood-Geschichten gekommen, aber ja, er ist ja bis heute noch ein bisschen so der Regisseur, der immer so ein bisschen Mystery-Box-Ideen hat, oder der Super 8 ist auch ein bisschen so, und Fringe ist nachher noch von ihm gekommen, wo ich auch geliebt habe, und ja, das ist für mich, Lost ist, ja, ich kann es jetzt, ist in meiner Top 5 drin, machen damit, was ihr wollt, es ist einfach nein, ist absolut von mir genehmigt, eben, fünfte Staffel, nicht bin ich ausgegangen, das gibt 5 und 6, die habe ich nicht mehr geschaut, aber bis zu der vierten ist es genial. Hey, wir müssen irgendwie noch die Top 5 irgendwo anstellen, wo noch die Leute herausfinden müssen, zu welchem gehört, zu welchem. Aber wer hat welche Top 5? Das ist eine gute Idee. Das Ding ist halt, wenn es dann, also manchmal ist es ja lustig zum Hören, wenn du nicht weißt, was für Sachen kommen. Aber ja, ich muss mal schauen, vielleicht können wir das irgendwie machen. Ja, das Problem ist einfach, schon bei mir, ja stimmt. So, bei dir ist es klar. Bei mir ist es klar, weil Fleabag drin ist, dann ist klar, dass niemand irgendwie, vorweg. Wir schauen mal. Ja. Also komm, wir können ja noch geschwind, ohne darüber gross darüber zu reden, können wir noch irgendwie 5 Honorable Mentions nennen. Bei mir wäre das nämlich, eben, My Name is Earl, Gravity Falls, auch animierte Serie, Love, Death, Robots und, ich weiß es nicht. That 70s Show. Ah! Jetzt wünschst du mir aber im falschen Buch. Okay. Ja, bei mir wäre es sicher Game of Thrones, hundertprozentig muss sein. Fringe ist auch Honorable Mention, sehr gut. Und was habe ich noch vorher? Ist mir noch gerade einen in den Sinn gekommen. Natürlich The Mandalorian, finde ich halt jetzt gleich hure geil. Vor allem die zweite Staffel hat mich recht weggeblasen. Die erste hat noch ein bisschen generisch. Also hat noch ein bisschen so zu fest die gleiche Formel in jeder Folge. Die zweite Staffel ist besser. Ja. Es könnte mir noch so viel einfallen, wo ich, ja. Der Rest ist scheiße. Nein, es gibt etwa noch 100 andere. Der Rest ist nichts. Ja. Also ich sage einfach, Black Mirror ist bei mir knapp rausgefallen von Charlie Brooker, einfach weil Charlie Brooker ein geiler Sieg ist. Nach einer Sopranos haben wir nicht genannt, das ist eine unwichtige Serie, Dallas tatsächlich. Ich habe es auch probiert zu schauen, aber Dallas einfach, weil es einfach so eine Serie ist, wo tatsächlich auch Serien, das ist eigentlich die erste gewesen, wo so nicht eine Folge sich abgeschlossen war. Aber es ist unscheinbar. Also ich habe es mal ausgelehnt vom Kollegen, die DVD-Box, die erste Folge geschaut. Ich habe es nicht können schauen, aber es ist tatsächlich eine wichtige Serie auch irgendwie. Narcos habe ich vergessen zu erwähnen auf Netflix. Narcos ist natürlich schon auch geil gewesen, ja, aber irgendwie ist für House mich jetzt auch nicht. Ja, voll. House of Cards finde ich, kann man, ist so offensichtlich. Im Nachhinein ist es ein bisschen blöd. Ja, und True Detective. Aber trotzdem, ja, das hätte ich auch noch. Dings ist geil. Also, komm, das wären unsere Top 5 Serien gewesen. Wir sind ja gleich noch nicht ganz fertig. Wir haben ja gute Timestamps, können die Leute da rein. Ja, jetzt haben wir mal ein bisschen längere Folge gemacht, sorry. Genau, das ist schon easy. Der Big Screen würde ich sagen, lassen wir raus. Ja. Das werden wir wirklich nie mehr fertig. Aber in der Spielecke würde ich doch noch gerne über... Das kann ich ganz kurz sagen. Das Diablo 2 Resurrected habe ich gespielt und sehr kurz gespielt. Ich muss sagen, ich muss das nicht mehr gamen. Ich finde, das ist wunderschön gemacht, weißt, wie sie es aufgepeppt haben. Du kannst mit einer Taste hin und her switchen zwischen dem Original Diablo 2 und dem überarbeiteten. Ganz krass. Also, was sieht eben ausgesehen, optisch super, aber
ich finde es... Ich mag mich noch erinnern, das Diablo 2 habe ich schon damals ein bisschen Grind gefunden, Amix. Und mag mich noch genau die, so die Situationen erinnern, wo ich gefunden fuck, jetzt wie viel verdammte Tombs muss ich denn da noch raiden und so. Ist schon ein tiptops Spiel eigentlich, aber ich habe es jetzt irgendwie nicht so gefühlt. Und auch, weißt du, dann kämpfst du, ich habe zuerst Magierin genommen, habe ich gefunden, oh, leck, hast du nie einen Mana, schon am Anfang nicht, dann nimmst du den Krieger, der hat einfach kein Trefferfeedback. Weißt du, wenn du überlegst, Diablo 3, da hast du geklickt, jetzt macht bam, bam, und dann hat es ihn irgendwie hinten an die Wand geknallt und Bücher sind gerade runtergefallen. Das hat irgendwie Wucht gehabt und da ist am Anfang so, aber ich habe einfach gedacht, ich will kurz reinschauen, optisch der Hit. Der Kollege hat schon das ganze Beta schon durchgespielt. Der findet es wieder super. Und dann meine anderen zwei. Darf ich noch schnell nicht einhängen? Ich spiele keine Activision Blizzard Games mehr. Ich würde es jetzt wahrscheinlich schon eigentlich ausprobieren. Ich wäre tatsächlich in dem Market für die Beta, aber tatsächlich, ich habe keinen Bock mehr auf Activision Blizzard. Wirklich einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr, die Games zu spielen. Ist gleich, wie gut das sind oder schlecht das sind oder wie gut das gemacht ist und ob man hin und her kann schalten zwischen alt und neu. Ich spiele es nicht mehr. Aber ich finde, da müsste schon irgendwie... Ja, aber weißt du, schlussendlich, ja gut, ich bin ein Dude, wo irgendwie dann, aber vielleicht müssen wir dann halt einfach 4, 5, 6, 7, 8 mehr Dude sein, wo dann einfach das nicht mehr spielt. Und dann nachher ist das eigentlich auch ein Zeichen, so, weißt du? Aber ist gleich. Es passiert wie so, ist jetzt ein bisschen so ein Sturm im Wasserglas, alle in der Runde empört. Und sie kommen davon mit, ja, wir werden uns ändern, es ist gut, wir bringen euch jetzt da, wir ändern uns, es ist gut. Da, wenn der Diablo 2 Resurrected, Diablo 4, und dann ist da, ist gut, wir ändern uns. Und, aber da, nein, fuck off, ich habe keinen Bock mehr auf die, wirklich nicht. Also, dann gehen wir ins Positive. Dort weiss ich noch nichts, ob es schäbig läuft hinter den Kulissen, aber leider auch. Aber Humankind, das ist, ich habe natürlich 4x, in dem 2-Stunden-Podcast auch noch ein Videomaterial zeigen. Civilization-mäßig. Ja, genau, es ist ein Civilization-mäßiges, hat aber ohne, also ich sehe es gerade auf dem Bild, dort, wo du nichts siehst, zeigt es doch auch die Hexagon an. Aber sonst ist das Spielfeld wie frei begehbar. Also natürlich läuft es an den Strecken entlang. Das Spezielle an dem Game ist, dass du Civilization, du startest mit deiner Zivilisation irgendwo im ich weiß nicht, welchem Zeitalter fängst du überhaupt an? In der Neolithic-Ära. Ja, Steinzeit, oder? Ja, ich weiß doch auch nicht. Ich sehe da ein Mammut, in der Tat. Ich weiß aber gar nicht, wie ich angefangen habe. Aber jedenfalls, du entscheidest dich am Anfang für das Volk. Deine Figur kannst du übrigens selber customizen, wie sie so aussehen, was ich noch recht geil finde. Und ich muss schnell meine Notizen anschauen, was ich da dazu geschrieben habe. Da. Und es hat recht viel System. Das ist das eine, wo ich muss sagen, dass es hat fast ein bisschen zu viele Sachen gerade am Anfang. Es ist wirklich... Du gönnst auch, indem du so Punkte sammelst, also so Sterne, und die kommst du halt wirklich für alles Mögliche über. Weißt, für irgendwie das Kämpfen, für Zeugs bauen, für gewisse Erfolge und so. Und über die gönnst. Das heisst, so kannst du natürlich dann trotzdem dir wieder irgendwie deinen technischen Sieg vermutlich machen oder deinen militärischen Sieg. Aber es läuft halt über so eine Punktewertung. Und ist noch geil, du läufst mit deiner Figur um und du kannst dann wie mit deinen Einheiten, du brauchst dann nicht unbedingt einen Siedler, den kannst du nachher auch erforschen, aber kannst du einfach sagen, du möchtest jetzt das Gebiet in Besitz nehmen und das kostet dann Einflusspunkte. Und dann baust du einen Aussenposten und Einflusspunkte kommst du halt auch über verschiedene Sachen über, in dem zum Teil kannst du Sachen finden auf den Karten, aber nachher ist es halt meistens mit deinen Städten generierst Einfluss. Aber nachher gibt es sowieso, hast du wieder einen Umkreis, der dir gehört. Also genau. Und wo sich grösser werden kann. Und du kannst dann wiederum aus dem Aussenposten kannst du eine Stadt machen. Du kannst aber auch Aussenposten an eine Stadt angliedern. Dann kannst du zwar beim Aussenposten selber nichts bauen, aber die liefern die Ressourcen für die Stadt. Das hat dann wiederum einen Malus auf den Einfluss und so. Und du kannst dann auch überall Distrikte bauen für Nahrung, für Produktion, für Militär. Und immer wenn du ein Distrikt baust, dann gibt das immer einen 10 Abzug auf die Stabilität. Warum auch immer. Dann kannst du Einheiten bauen und du kannst mega viele so kleine Stadtverbesserungen bauen, was gar nicht heisst. Einfach Infrastrukturen, Bezirke, Einheiten und so Zeugs. Zeremonien kannst du abhalten, wenn du einfach mal einen Boost brauchst für die Nahrung. Ja.
Soweit so Standard. Dann gibt es, du kannst eben das Zeug erforschen natürlich, aber du kannst auch so Dogmen wählen. Musst du das wie Religion besuchen, oder was? Ähnlich. Also jetzt muss ich schauen, Dogmen sind die, die kann nur immer jemand wählen. Also von den anderen Mitspielern, also die anderen Völker. Du kannst ein Dogma wählen, wo dir irgendwie, die geben dir immer Boni, du hast irgendwie mehr Produktion oder so. Und habe ich mir aufgeschrieben, wie die heißen. Ich habe da, glaube ich, gar keine Und wenn es jemand hat, dann kannst du den anderen nicht mehr nehmen. Kannst du es also, nicht mehr so wie, aber dann ja, genau. Wie Weltwunder bei Civilization oder die gibt's auch. Die gibt's auch. Genau, die Wunder. Okay. Die Wunder gibt es auch und die, genau die sind auch so, die Wunder wählst du aus. Du wählst dann aus, du möchtest den Eiffelturm haben, musst auch wieder Einfluss zahlen für den und dann kannst du ihn bauen. Und wenn du natürlich schneller bist, kannst du auch viel mehr von denen für dich nehmen. Ist aber also, ist das nicht ein bisschen Win-More-Mechanik, aber gut, das ist oft so, gell? Dass einfach irgendwie, wenn du schon viel hast, dann kannst du das wählen und du hast dann nachher noch mehr. Aber das muss ja, das ja so sein. So. Aber ja, das ist, wie willst du es anders machen, ja. Genau, und dann gibt es auch noch, jetzt habe ich auch wieder aufgeschrieben, wie das heisst. Ich finde es nicht in meinem ganzen Dokument. Du kannst noch so Beschlüsse bestimmen oder immer kannst wählen, willst du entweder das oder das. Also zum Beispiel, habe ich es mir aufgeschrieben, weißt du, irgendwie, du willst Staatsreligion machen. Also ich habe zum Beispiel Staatsatheismus gemacht. Dann blockiert es aber wirklich alle Religionssachen, die du vorentwickelt hast. Dafür hast halt irgendwie, gibt es weniger Einfluss von gegnerischen Kulturen auf dein Land, wo du halt irgendwie deine Leute abwerben und so. Ich liebe das. Das ist aber ich finde es einfach recht Roleplayen, das Game. Weil das Ding ist ja so ein bisschen, weißt du, das liebe ich also deine Sachen. Du nimmst dann nie irgendwie, du bist nie Nazi, oder? Du bist nie Nationalist und ich tue nie Kapitalismus erforschen, einfach weil ich das nicht will. Aber eigentlich würdest du dir mega viel geile Buffs geben. Und so, ja, aber, genau. Nein. Ja, du kannst echt Sklaverei und so Sachen das, machen. Wobei oder? Bei Europa Universal ist etwas anderes. Dort wird ein Knallherd einfach versklavt. Aber das ist halt dann einfach Europa Universalis. Mich hat es wieder voll reingenommen. Du bist wirklich wieder alles am Bauen, am Umforschen. Und was ich noch geil finde, der Kampf, du kannst Einheiten zusammenführen. Jetzt ist da fertig das Video. Du kannst Einheiten zusammenführen. Am Anfang hast du einfach irgendwie nur Platz für drei. Und dann kannst du immer dann wie mehrere Fältchen freischalten. Und dann kannst du irgendwie mit einem Mannöckeli, der aus sechs Einheiten besteht, dann hat es also wie Risiko oder so. Oder? Ja, das Geile ist eben, du kannst den Kampf dann automatisch durchführen lassen oder selber. Und wenn du es manuell machst, dann stellst du deine Figuren auf. Und kämpfen tust du dann aber wie im Civilization. Du klickst einfach deinen an und greifst seinen an. Aber du kannst halt, wenn du es selber machst, bist halt viel effizienter, weil du tust dann halt eine Figur, die kaputt ist, stellst halt einfach irgendwo weg und greifst mit der neuen an. Und der Computer verheizt sie meistens, oder? Und dann gibt es, glaube ich, auch hoch, also High Ground und so, gut. Aber das ist dann so ein bisschen, das hat das ein bisschen neue Europa-Universal. Es macht es ein bisschen abwechslungsreicher. Und was es von Crusader Kings hat, sind die Entscheidungen. Es ist nicht von Paradox, oder es ist von denen, die Endless Space und so und Endless Dungeon of the Endless und so gemacht haben. Amplitude. Ja, das ist von denen, ja. Ich finde wirklich, es hat von allen Sachen das Beste genommen, aber ich finde, durch das ist es wirklich am Anfang schon ein bisschen schwer zu durchschauen. Und im Old World habe ich geil gefunden, du hast einfach können mit der Maus über alles hovern und hast gerade erfahren, das ist dann aber auch die Einheit. Von was ist die, woher kommt? Paradox Studios, die das auch so revolutioniert hat. So gut. Und da ist es wirklich so, okay, irgendwie habe ich da zu wenig Nahrung. Und irgendwann checkst es dann schon, wie wo schauen. Aber am Anfang, oder das Handlungsfeister. Habe ich einen im Krieg abgeputzt, dann geht das Verhandlungsfeister auf und ich check nicht, wer gibt wem was. Und wenn du es falsch machst, gehst du am anderen deine Länder. Dabei findest du doch... Dann hast du zu wenig Paradox Games gespielt, weil dort musst du aufpassen, wenn du ein Häftling machst, damit nicht plötzlich irgendeinen falschen Deal gehst. Ja, nein, aber es ist ja mehr, das Mensch ist einfach nicht... Aber es sind wirklich UX-Probleme. Ja, genau. Okay. Genau. Und dann, was eigentlich das Hauptding, habe ich jetzt gar nicht gesagt. Am Anfang wählst du deine Kultur, oder? Welche es halt in dieser Zeit gegeben hat. Und auch die kann nicht immer jemand wählen. Nur du kannst Griechen sein und nur jemand kann Trümmer sein, oder?
Und wenn du dich schneller weiterentwickelst, du kannst immer ab jedem Zeitalter, wo du wechselst, kannst wieder eine wählen. Weil du kannst von den Griechen zu den Römern werden, zu den Deutschen. Oder zu den... Völkerwanderung. Du kannst aber auch bleiben. Du kannst deine App halten. Das hat dann irgendwie einen Bonus für deine Punkteentwicklung. Und gibt es einen Malus, aber, je schneller das du entwickelst? Ja. Oder? Nein, schneller entwickeln ist immer positiv, aber du musst dir halt einfach überlegen, eben, bleibst du in Babylonien das Leben lang, weil dann fehlen dir vielleicht einfach moderne Technologien, dafür hast du einfach einen Boost bei diesen Sternenentwicklung, die du für den Sieg brauchst. Du kannst auch, Völker sind halt auf Wissenschaft fokussiert oder auf Krieg oder so, und dort hast du wiederum einen Vorteil, so eine Symbiose, wenn du ein Neues nimmst, wenn die jetzt, wo das auch haben. Du kannst noch eine Grundlage legen für etwas, wenn du, also das heisst, du musst vielleicht, entweder kannst du vorne überlegen, aber vielleicht merkst du halt im Verlauf des Spiels, oh shit, ich glaube, ich muss in eine andere Richtung. Das ist schon eine geile Mechanik, kann man vorstellen, wenn es funktioniert. Ich finde es, es sieht mega schön aus, es hat wirklich einen mega schönen Grafikstil. Ich finde, du kannst mega vieles machen. Es ist eben, mir wirkt es ein bisschen überladen, aber es ist wirklich, du bist super schnell wieder drin. Nochmal ein Zug. Oh, und das Geilste ist, es geht schnell. Es ist nicht im Civilization, wo du reinst, dann drückst du den Zug vorbei und es geht 10 Minuten. Wenn du schon 20 Stunden gespielt hast, dann geht es so lange, bis er all Zeug gemacht hat. Ja, voll. Instant. Wirklich geil. Humankind heisst. Ja, Humankind. Ist auch im Game Pass. Ist es? Ohne Scheiß. Geil, jetzt mal was aufs Game gekauft jetzt. Oh, geil, das ist ja ganz geil. Und 12 Minutes, was man noch nicht können spielen, ist auch im Game Pass. Und was nicht im Game Pass ist, ist Ghost of Tsushima, The Director's Cut. Mhm. Das ist ja, kommt Freitag raus. Und ist, ich habe noch geschaut, das kostet dich 20 Stutz, glaube für PlayStation, 30 Stutz, glaube für PS5. Wenn du schon hast, wenn du aber das Ghost of Tsushima schon hast, dann kostet es einen 20er. Egal. Genau, das Upgrade. Oder? Und ich habe es auf der PS5 gespielt, kannst du bei deinen Safe Games dann übernehmen. Das gibt dir wie eine neue Insel, spielt eigentlich am Schluss vom Game, wo dann irgendwie merkt, dass dort die Mongolen immer noch irgendwie, der Krieg ist noch nicht fertig am Schluss vom Spiel, oder? Es spielt ja da in dem Ancient Japan und du bist so ein Samurai. Jedenfalls gehst du auf die Insel Iki Island, und weil dort kommen neue mongolische Invasoren her mit einem schlussendlich ist es eigentlich wie eine Sekte, wo du dort antriffst, und die eine vergiftet dich, und dann hast du halt ab und zu so ein bisschen die typischen die Drogenflashs, wo du dann irgendwie nicht weiss, was ist Realität und was nicht. Sonst, das Gameplay ist genau das gleiche, es hat ein paar neue Sachen, du kannst jetzt mit dem Ross in die Gegner reinstürmen. Kannst du wirklich voll trainieren, reiten, und sie fliegen, fliegen dann in alle Richtungen. Das ist recht lustig. Dann hat es ein paar neue Challenges mit irgendwie so Bogenschiessen. Hey, die sind wild. Da musst du einfach so Töpfe abschiessen. Und dann gibt es halt wieder so Bronze, Silber, Gold, je nachdem, wie schnell das bist. Hey, und irgendwie für Bronze 30 Sekunden oder 25, für Silber irgendwie 15 Gold. Ja, Mann, das ist hey, für etwa 8 Ziele. Das ist wegen Speedrunner, also, das ist ja logisch. Hey, ich keine Ahnung, ich habe das gar nicht probiert. Silber habe ich mich zufrieden gegeben. Ein paar mega geile neue Rüstungen, mega geile Horse Armor, aber das hat mir Luca schon geschrieben. Das hasse ich bei so Games. Dann bin ich irgendwo hingeritten und dann sehe ich irgendwie. Du merkst, dass du irgendwie können übers Wasser, also überall so kaputte Schiffe gehabt, und dann hast du dich müssen vom einen zum anderen angeln, immer wieder mit dem Haken irgendetwas abreißen, damit dort hast du können drüber klettern, und dann hat dich noch das Wasser weggeschwemmt, dann musst du so timen, wie du drüber kommst. Bin ich am Schluss angekommen und du merkst, da müsste etwas sein. Aber da ist nichts. Und dann so, nein, das ist wirklich einfach wieder gelockt oder ein Kack-Quest. Bin ich am Strand, gerade dort ist es, hat mich auch wieder zurückgeschickt. Klasse, und dann ist dann an dem Ort ist dann so die Rüstung. Das ist scheiße, das ist ein so Pseudo-Open-World-Zeug. Das verstehe ich einfach. Hey, sonst, ich bin auch relativ schnell wieder drin gewesen und bin aber auch immer noch gleich. Du bist immer noch gleich, du bist nicht so begeistert wie mir. Ja. Ich habe das einzige Game, das ich 100% habe in den letzten 3 Jahren.
Ich finde wirklich, es ist mir gerade wieder genau die gleichen aufgefallen. Einerseits Grafik, die so krass zwischen mega gut und zwischen den PS3-Game, mit übertrieben gesagt. Wo einfach, wenn die Farben nicht glänzen, dann ist einfach irgendwie der Boden so eine grusige Textur und nach einer nächsten Szene scheint das Licht hier und du findest das geilste Game, was je geht, grafisch. Oder irgendwie Blüten da von der Frucht. Bei mir ist es... Ja, ich habe es dir schon gesagt und ich sage es wieder, das ist, ich meine, das grosse Ding von der PS4 sind die Particle-Effects gewesen und kein Spiel hat das muss End of Life Cycle, sind dann noch nicht die Games, die Particle Effects wirklich brauchen. Und das ist so wie, wenn man jetzt Raytracing nimmt, wie ein PS5-Game am Ende von der PS5, vom PS5 Life Cycle, dann Raytracing richtig wird umsetzen. Sie haben das drum. Tatsächlich sind Texturen wirklich am Scheiße, das ist so, ja. Aber die Particle Effects sind genial. Genau, es ist immer noch schön. Aber es ist mir einfach da auch wieder aufgefallen, für mich hat es genau genug Sachen, die ich geil finde. Ich finde den Kampf geil. Ich tue immer als erstes die neue Rüstung suchen. Das ist immer witzig. Das Design ist mega geil. Manchmal so die Mysterien finde ich noch interessant. Aber schlussendlich ist schon so, keine Quest oder Story ist wirklich spannend. Und so das Day-to-Day ist auch nicht irgendwie... Nein, ich finde es mega geil. Nein, aber ich meine, das kann ja auch mehr Spass machen, aber schlussendlich, du läufst hin, wie in einem Open-World-Ding, wenn es dir passt, dann passt es, oder? Genau. Das ist jetzt nichts weltbewegendes. Alles ist immer gerade ein Steinwurf entfernt, wirklich. Ich finde, das Game ist mich so ein krasses Kommerz-Game. Also weißt du, was ich meine? Es ist so, ich hole einen ab dort und dann erzählt er eine Geschichte, ich habe meine Leute verloren und so. Und sie sind praktisch in Sicht. Ja, aber viel normaler das schon mal. Das ist halt jetzt einfach irgendwie, das muss man halt in einem Game halt dann so machen und dann muss man das wirklich ausblenden. Ich finde, es gibt im Fall ganz viele Games, wo viel mehr Flaws haben als das. Das kann ich sehr gut ausblenden, dass jetzt das gerade nebendran ist. Es gibt ich finde tatsächlich irgendwie... Das ist immer subjektiv. Du findest God of War etwas vom Besten, was es je gegeben hat. Und ich finde das ein scheiß Game. Also nicht ein scheiß Game, tatsächlich nicht. Ich finde, es ist super gemacht und so, aber es hat mir keinen Spass gemacht. Also wirklich keinen Spass gemacht im Gegensatz jetzt zu Tsushima. Und du findest das, ja. Ich glaube, man kann an jedem Spiel etwas aussetzen. Wo irgendwie, natürlich. Ja. Aber und ich weiss die Begründung nicht mehr, aber mir ist jetzt gerade beim Anfangsspielen wieder aufgefallen, das Game, es wirkt überhaupt nicht japanisch. Also weißt du nicht, es ist nicht von einem japanischen Entwickler. Das ist tatsächlich genau. Japanischen Entwickler würde nie so ein Game machen. Aber man könnte das Game, ich finde schon, man könnte das Game japanisch machen, es wäre dann ein bisschen anders. Es muss ja nicht immer alles mit hässlichen Menüs sein und grind. Nein, ich meine es jetzt wirklich mehr von... Bei einem Zeitpunkt hätte ich es wirklich benennen. Mir ist irgendwie nachher, ich weiss jetzt nicht mehr, ich kann nicht mehr so drauf zeigen, aber du merkst einfach irgendwie, das ist ein amerikanisches Game. Sind der amerikanischen Sicht auf... Ja. Und das ist nicht schlecht, überhaupt nicht, aber es ist mir einfach wieder so aufgefallen, dass es wirkt halt einfach wie ein Ami-Game und es wäre noch interessant. Es ist so wie Dark Souls, ein japanisches Game, und ein westliches Game wird sein, ein westliches Game, das ein japanisches Game wird sein. Das ist es halt. Aber ich finde, sie haben mit sehr viel Liebe probiert, das umzusetzen. Absolut. Übrigens, genau, nur wer es halt geil gefunden hat, super, da kommst du mehr von dem über und Und ich gebe nicht sagen. Und ich glaube, ein relativ easy Umfang habe ich. Mit sind wir eh schon zu lang. Ich sage noch schnell, dass ich Art of Rally, wo im Game Pass ist, geil. Am Suchten bin gerade. Und das ist tatsächlich, ich glaube, das beste Race-Game, wo in der letzten, das beste Rally-Game seit Dirt Rally 2, nicht Dirt 5, sondern Dirt Rally 2. Es ist so ein Top-Down, sehr rudimentäre Grafik. Es erinnert mich ein bisschen an Micro Machines. Kennst du das noch? Haben wir nicht echt mal davon erzählt? Es ist schon letztes Jahr rausgekommen, aber es ist ein Liebesbrief an Rally.
Autos. Es hat keine echten Autos, aber es hat, sie sind all, du kennst die Autos, weißt du, also irgendwie Lancia Delta oder irgendwie Audi, wie heißt Audi Quattro und so, die sind all drin, der Subaru Impreza und so. Und du fährst nachher durch die Stages, die von oben her gefilmt sind, und es ist so, es hat also nachher so Leute, wo, Zuschauer, die dann so weggehen, die aber ausgesehen wie Zündhölzli, weil es ist alles so klötzlich Grafik. Und das Handling vom Auto ist es so geil, dass du wirklich, es ist so befriedigend, wenn du einen richtig geilen Drift hast und dann so aus einer Kurve rauskommst und dann auch das für einen ist richtig sitzt so und dann nach einem Gang ausschaltest und BAM! Rausbeschleunigst. Das ist so ein super geil gemachtes Game und es zeigt, dass wenig Budget und wenig flashy Grafik und einfach eine unglaubliche Liebe für etwas ein mega geiles Game gibt. Art of Rally heisst es. Und hast du, ich bin auch nicht so, ich bin auch nicht in der Top-Liga, es gibt einen Career-Mode und dann gibt es noch so einen Free-Roam-Mode. Aber ich bin so pumped, jetzt bin ich, weil das geht immer nach Jahren, 71, 72, 72, 74 und so. Und ja. Gruppe B ist also die grosse Rallye-Gruppe gewesen, die es nachher abgeschafft haben und das spielt in so einer Alternate-Reality, wo Gruppe B nachher nur zu nackeressere Rallye-Karre quasi führt, was so weird ist, aber ich freue mich so auf die Gruppe B Autos, weil es tut dich auch so schön dran anführen, oder? Das am Anfang hast du wirklich die Scheissklepf und jeder, aber du musst wissen, ich kann gern Heckschleudern zum Beispiel. Ich finde das geil, mit denen zu fahren, aber wenn du keinen Bock auf das hast, dann kannst du einen anderen nehmen, der ein bisschen besser in den Kurven ist, aber halt, ja, es ist wirklich, wirklich, wirklich geil. Es ist noch easy schwierig. Es ist mega schwierig. Easy schwierig. Also eben, es ist ja eigentlich so, es ist ja schon ein bisschen ein untypisches Rallye-Game, weil es so low-poly, mega weit entfernte Kamera eigentlich, oder sonst sind da Race-Games, Rallye-Games sind so richtige Race-Games und das ist so arcadig. Es sieht arcadig aus, aber es ist überhaupt nicht arcadig. Ja. Es ist wirklich schwierig, zum das. Und du darfst dann nachher. Du kannst zwar Stage neu starten, aber es gibt dann nachher einen Bonus. Gibt's nur, wenn du 5-mal neu gestartet hast, dann nachher gibt's den Bonus nicht am Schluss. Ja. Dann gibt's dann keine neuen Skins und so. Aber, und das ist tatsächlich noch, es wird immer schwieriger. Ich spiele es auf Mittel und ich habe zwar jetzt noch nie, bin noch nie rausgefühlt. Aber es ist, und lustigerweise, manchmal dominiere ich alles und manchmal versagen es mir um eine Minute. Und es ist aber wirklich einfach, es ist einfach sehr gut gemacht im Game Pass. Art of a Rally. Alles im Game Pass. Jawohl, also komm, dann haben wir sicher einen neuen Rekord. Ja, das haben wir. Ja, ein Rekord haben wir, aber ich glaube, die Leute wollen das. Ja. Wenn man einfach nicht mal anfängt, dann kann man. Genau. Also, dann danke fürs Zuhören und ihr könnt uns auch gerne eure Serien schicken und dann vielleicht können wir auch noch irgendetwas daraus basteln mit den Besten von der Community. Ja, das wäre noch geil. Vielleicht haben wir noch irgendeinen Tipp oder irgendeinen Tipp vergessen. Ihr könnt uns eh gerne gute Serientipps, sind wir immer offen. Ich habe dann einfach nie Zeit, um sie zu schauen, aber ich tue es auf meine ewig nimmer endende Liste. Also, könnt ihr schicken podcast@digitech.ch oder über Discord, da ist immer alles verlinkt in den Shownotes und dann danke fürs Zuhören und fürs Mitmachen und fürs Zuhören und ciao. Tschüss zusammen.